So, liebe Frau Professor Dr. Noller, liebe Anne, liebe Familie Noller, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Evangelische Hochschule Ludwigsburg verabschiedet heute Frau Professor Dr. Annette Noller. Wir freuen uns mit und für Kollegin Noller über ihre neue Wirkungsstätte als Vorstandsvorsitzende des Diakonischen Werks Württemberg. Und wir bedauern zugleich, dass du, liebe Annette Noller, bald nicht mehr als Professorin und Kollegin hier bei uns an der Evangelischen Hochschule mit uns zusammenarbeiten wirst. Die zweite Welle der Corona-Pandemie, meine Damen und Herren, wirkt sich ja hier schon sehr deutlich aus. Für diejenigen, die jetzt über die Kamera beteiligt sind, ist es so, es sind in unserem großen Foyer sehr wenige Personen. Daher begrüße ich ganz herzlich alle daheim an den Bildschirmen ihrer PCs, am Notebook, am Handy, wo auch immer. Hier werden wir immer wieder lüften, querlüften, wie das ja inzwischen heißt, und alle Schutzmaßnahmen berücksichtigen. Annette Noller hat, wie wir alle, ganz unterschiedliche Rollen. Und in allen Rollen ist sie jeweils anders, sie selbst. Jetzt steht ein bedeutender Rollenwechsel an. Ab jetzt spielst du, liebe Anne, in unserem großen Welttheater in einem anderen Stück. An der EH Ludwigsburg warst du Professorin und als Professorin sozusagen seit dem Wintersemester 2002 für eine komplexe Rolle engagiert. Und engagiert hast du diese Rolle 36 Semester lang auch engagiert ausgeführt. Kollegin Noller hat als Hochschullehrerin, so heißt das im Landeshochschulgesetz, mit den Studierenden Fragen der Ethik, der Diakoniewissenschaft, der Theologie, der praktischen Theologie bearbeitet. So begrüße ich ganz herzlich die Studierenden. In wenigen Minuten hören Sie, liebe Studierende, die letzte Vorlesung hier von Frau Noller, zumindest die letzte Vorlesung jetzt, vielleicht kommst du ja mal noch zum Gastvortrag oder anderem, ja. Also die letzte Vorlesung in diesem Semester, Homo sapiens, anthropologische und sozialethische Aspekte des digitalen Wandels. Schön, dass Sie dafür so zahlreich an Ihren PCs und Notebooks sitzen. Zur Rolle der Professorin gehört auch die Rolle der Forscherin. Forscherin an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften in kirchlicher Trägerschaft. Eines der großen Forschungsprojekte war die Begleitforschung des landeskirchlichen Entwicklungsprojekts Diakonat neu gedacht, neu gelebt. Für die Evangelische Landeskirche in Württemberg begrüße ich stellvertretend Frau Prälatin Gabriele Arnold und Frau Sabine Voth, Synodalpräsidentin seit letztes Jahr oder Anfang dieses Jahres. Schön, dass Sie beide alle da sind. Frau Prälatin Arnold wird auch die Grüße der Landeskirche überbringen. Sie beide, Frau Arnold, Frau Voth, repräsentieren als selbstbewusste Frauen in der Kirche ein für Annette Noller wichtiges Thema. Wie kommen Frauen aktiv und selbstbewusst in der Kirche und in der Kirchenleitung vor? Bereits mit der Dissertation zur feministischen Hermeneutik in Berlin an der Humboldt-Universität 1994 hast du, liebe Annette, dir diesem Thema Frauen, Kirche, Hermeneutik angenommen. Zur Promotion kam 2015 die Habilitation an der Universität Heidelberg zum Thema Diakonat und Kirchenreform. Forscherin, das ist manchmal auch eine einsame Rolle. Frau geht allein und diszipliniert am Wochenende in den Semesterferien an den Schreibtisch. Dabei wird ein Thema aufgefächert oder ein Kapitel, das bereits geschrieben ist, wird nochmals überarbeitet. Aber dann kommt das Buch mit seinen 477 Seiten aus dem Druck. Unter Wichern Sonderpreis
kommt für das Buch hinterher. Liebe Anne, auch wenn das jetzt einige Jahre her ist, gilt immer wieder und immer noch Gratulation. Aber die vereinsamende Rolle der Forscherin wird permanent durch die gemeinschaftsbezogene Rolle oder Rollen in der Familie in Frage gestellt. Die Kinder klopfen an die Bürotür und das Kapitel ist nur noch nicht ganz überarbeitet. Hier begrüße ich ganz besonders Sie, lieber Herr Noller, und der Johannes. Ja, der Johannes ist da. Der Johannes, die Elisabeth ist nicht da und sitzt irgendwo, glaube ich, auch am Bildschirm und sieht und hört mit. Und ich erinnere mich noch, wie sie da oben auf dem Foyer mal ballspielend unterwegs war und auch drüben im neuen Gebäude mal noch. Also ich erinnere mich gut, dass sie hier immer mal wieder mit dabei war mit der Mama. Die Diakoninnen und Diakone hast du über 36 Semester begleitet und in ihrem Selbstbildungsprozess unterstützt. Du hast den Diakonat in der Rolle als Ausbildungsleiterin in und außerhalb der Hochschule vertreten und dich dabei auch kirchenpolitisch eingemischt, und das war gut so. Stellvertretend für die Diakoninnen und Diakone begrüße ich Diakon Jörg Beurer, der zugleich dem Synodalausschuss Diakonie vorsitzt. Jetzt sehe ich ihn aber gar nicht. Vielleicht kommt er noch. Er soll nachher auch zu uns sprechen. Zu angewandter Forschung gehört auch Transfer und Vernetzung. Also der Transfer des Wissens, der Kompetenzen und Methoden aus der Hochschule in die Praxis oder auch Transfer von Dingen, die in der Praxis entwickelt wurden, in die Hochschule. Zum Beispiel durch Evaluationen von Praxisprojekten, durch Mitwirkung in Gremien, zum Beispiel im Verwaltungsrat der Evangelischen Gesellschaft Stuttgart. In diesem Bereich war die Kollegin Noller durchgängig in diakonischen und sozialethischen Fragen aktiv. Häusliche Gewalt, Menschenwürde und Friedenspädagogik. Gewaltprävention weltweit, Sozialpsychiatrie vor Ort, Gemeinwesen, Diakonie oder Verwaltungsrat. Dazu wurdest du häufig zu Vorträgen da und dort angefragt und hast auch oft zugesagt. Bereits bevor du an die Hochschule kamst, hast du im diakonischen Werk der EKD an diesen Themen gearbeitet. Stellvertretend für die Diakonie in ihrer ganzen Breite und ihrem ganzen inneren Reichtum begrüßen wir Frau Direktorin Dr. Bester hier aus der Nachbarschaft von der Karlshöhe Ludwigsburg. Auch Ihnen, liebe Frau Bester, herzlichen Dank, dass Sie nachher mit einem Grußwort zu uns sprechen werden. Vernetzt war und ist Kollegin Noller mit den verschiedensten Bereichen, auch über die Kirche und den Bereich der Diakonie zum Teil hinaus. Zum Beispiel mit dem Arbeitskreis Evangelische Unternehmer. Hier begrüße ich stellvertretend Professor Dr. Kopetz und mit der Führungsakademie Baden-Württemberg. Schön, dass Sie, Frau Kempf, hier sind. Die Themen Leitung und Führung wissen bereits in die Zukunft als Vorstandsvorsitzende hier im Diakonischen Werk Württemberg. Zum Transfer gehört auch die wissenschaftliche Weiterbildung, jetzt exemplarisch in dem Masterstudiengang, Master Diakoniewissenschaft. Das ist immer der Oberbegriff dazu, der hat immer mal wieder einen etwas leicht variierenden Namen, den wir zusammen mit der Universität Heidelberg und den beiden evangelischen Hochschulen in Freiburg und in Darmstadt anbieten. Und stellvertretend hierfür begrüße ich online den Kollegen Vielein aus Darmstadt. Er wird nachher hier sozusagen eingespielt, also er hat sein Grußwort schon gesprochen und das werden wir nachher hier sehen. Herr Vielein, Ihnen herzlichen Dank, dass Sie sozusagen schon im Voraus für die Konserve gespielt haben. Wir freuen uns darüber. Im Blick auf dieses ausfüllende und hoffentlich auch erfüllende Arbeiten und aus die ausfüllenden und erfüllten Aufgaben könnten wir vielleicht mit Paul Gerhardt singen. Ich weiß, mein Gott, dass all mein Tun und Werk in deinem Willen ruhen. Von dir kommt Glück und Segen. Aber Paul Gerhardt war kein reiner, sage ich jetzt mal, Gutwettertheologe. Er hat während des Dreißigjährigen Kriegs gelebt. Die zweite Strophe dieses Lieds beginnt:
Es steht in keines Menschen Macht, dass sein Rat wird ins Werk gebracht und seines Gangs sich freue. Kurzum, es gab in den 18 Jahren an der Hochschule auch schwierige Zeiten. So insbesondere zu Beginn, als du kamst, nach 2002, zwischen 2002 und 2006, da wackelte hier das Haus gehörig. Professor Dr. Christian Rose, damals Rektor, jetzt Prälat in Reutlingen, den ich auch herzlich begrüße, hat damals die Fundamente gelegt und die institutionelle Akkreditierung der Hochschule erreicht. Natürlich nicht alleine, im Team. Auch Kollegin Noller hat mit der ihr eigenen zupackenden Art mitgearbeitet, ein Leitbild übers Wochenende formuliert, mit den Synodalen gesprochen, am Antragstext mitgeschrieben und so weiter. Auch Frau Bartz war damals als Prorektorin ganz stark sozusagen mit dabei. Und die anderen Kolleginnen und Kollegen, die damals alle da waren, haben da mitgearbeitet. In all diesen Rollen, die letzte war sozusagen die Hochschulentwicklerin, bist du jeweils anders, du selbst. Klug und fleißig bist du, loyal und durchsetzungsfähig bist du, kirchenfreundlich und wo nötig auch kirchenkritisch bist du, gemeinschaftsorientiert, im Team und forschend, einsam bist du, sehr engagiert in der Sache und fokussiert auf die Lösung, bist du für die Hochschule ein Glücksfall, warst du. Und dies wirst du auch für die nächsten Jahre, so hoffen wir, sein. Für die Hochschule ein Glücksfall in deinem neuen Amt. Danke für dies alles. Danke für dein Hiersein in den letzten Jahren. Es wäre noch vieles zu sagen, aber nicht alles von mir. Daher wünsche ich dir, dass du spürst und mit vollem Herzen singen kannst, wenn wir einmal wieder singen dürfen in Gemeinschaft. Ich weiß, mein Gott, dass all mein Tun und Werk in deinem Willen ruhen. Von dir kommt Glück und Segen. Was du regierst, das geht und steht auf rechten, guten Wegen. Und auf diesen Wegen wollen wir jetzt voranschreiten, aber zunächst sind wir gespannt auf die Vorlesung Homo sapiens, anthropologische und sozialethische Aspekte des digitalen Wandelns. Anne, bitte. Ja, lieber Norbert, liebe Gäste, Sie sind ja alle schon begrüßt worden. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind, diejenigen, die online da sind, diejenigen, die auch gekommen sind, trotz der Corona-Pandemie. Viele Freunde, Freundinnen, Weggenossen, Weggenossinnen über eine lange Zeit, die ich vermissen werde. Ich werde schon fast ein bisschen gerührt bei deinen Worten. Vielen Dank, lieber Norbert. Ich gehe ja hier nicht weg, weil es mir hier nicht gefallen hat. Ganz im Gegenteil, diese Hochschule ist ein Kleinod, sondern ich gehe, weil mich noch etwas anderes gereizt hat. Und ich freue mich sehr, dass ich gehe mit einer Abschiedsvorlesung. Wir, lieber Norbert, haben uns gesagt, es wäre doch angemessen in einer Abschiedsvorlesung. Es sind jetzt online etwa in der Regel 100 Studierende, die sonst mit mir im H1 sitzen und sich zum Thema wertebasiertes soziales Handeln mit mir unterhalten. Die sind heute zugeschaltet und wahrscheinlich noch viele andere Menschen, die ich ganz herzlich begrüßen möchte. Homo sapiens, anthropologische und sozialethische Aspekte des digitalen Wandels. Zunächst ein Blick auf die Gliederung, damit Sie wissen, wie es gehen wird. Zunächst Digitalisierung und Technikethik, eine kleine Einführung. Dann würde ich Ihnen gerne drei Grundwerte vorstellen, von denen ich dann auf das Phänomen Digitalisierung blicken möchte. Und zwar sind dieses Menschenwürde, Freiheit und Gerechtigkeit, drei Grundwerte unseres Gemeinwesens. Und dann kommen wir schon zum Schluss. Das Ganze wird etwa 40 Minuten, 45 Minuten dauern. Ja, die wissenschaftliche Grundlage zu dieser Vorlesung ist ein Forschungssemester, das ich im Wintersemester 2019 und 2020 hatte
Und die Ergebnisse, das ist jetzt auch für die Studierenden nochmal interessant, werden erscheinen in der Zeitschrift Neue Praxis im Heft 5 2020. Das ist eine renommierte sozialwissenschaftliche Zeitschrift. Also im Mitte November können Sie dann alles nachlesen, was heute gesprochen wird. Neue Praxis. Ja, zunächst mal zur Einleitung: Digitalisierung und Technik, Ethik. Digitalisierung kann man als eine technische Innovation beschreiben, die seit erst 30 bis 20 Jahren, also noch gar nicht sehr lang, unser Leben und unsere Arbeitswelt tiefgreifend verändert. Sie vernetzt Bereiche des Wissens, der Produktion und der Kommunikation in einer bisher nicht dagewesenen Weise. Digitalisierung eröffnet Welt- und Selbstwahrnehmungsmöglichkeiten jenseits persönlicher Begegnungen. Heute auch, zum Glück kann man sagen, es ist ja nun ganz toll, dass so viele Menschen trotz Pandemie teilnehmen können, also in ganz ungewöhnlicher Weise. Sie hebt auch Grenzen zwischen Privatheit und Öffentlichkeit auf und sie verändert eigentlich so gut wie alle Gebiete unseres Lebens, sei es die Gesundheit, das Sozialwesen, Mobilität, Verwaltung, Militärarbeit, Logistik, Lehre und Forschung. Die Zukunft wird, da sind sich Wissenschaftlerinnen aller Couleur und auch Ökonomen aller Couleur einig. Die Zukunft wird in Europa und weltweit durch Digitalisierung und durch die Entwicklung von künstlicher Intelligenz geprägt sein. Wer über Daten verfügt, wer hier über technische Innovation verfügt, wird im Wettlauf, im globalen Wettlauf erfolgreich sein oder eben auch nicht erfolgreich sein. Manuela Pitras und Rüdiger Funjok, zwei Sozialwissenschaftlerinnen, halten dazu fest, die zunehmende Verbreitung der Medien in alle Bereiche unserer Lebenswelt bedingt tiefgreifende Veränderungen. Sie formt die Erkenntnisweise, die Art der Wissensspeicherung und Vermittlung, den Umgang mit Wirklichkeiten. Wir haben es auch mit Philosophien zu tun, das zeige ich Ihnen gleich. Es geht nicht nur um Technik. Auch bei der Technik Ethik, es geht auch um Weltauffassungen, es geht um leibliche Erfahrung und unser Bewusstsein, die Erscheinungsweisen der Gesellschaftung und unsere Rolle in ihr. Diese Veränderungen sind anthropologisch relevant, weil die Medien einen Möglichkeitsraum für menschliche Entwicklungspotenziale eröffnen. Und nun ist es natürlich so, dass wir in der Ethik sagen, den Potenzialen stehen zugleich auch immer Herausforderungen gegenüber. Ich sage es gleich, mit denen werden wir uns heute auch befassen. Denn eine Ethik befasst sich mit der Technik aus der Perspektive des Guten. Technische Innovationen sind nicht an sich gut oder schlecht, sondern die Frage ist, ob wir sie in guter oder eben auch weniger guten Weise zur Anwendung bringen. Darum geht es. Also um die Frage, wie wir dieses Technikpotenzial zukünftig anwenden wollen. Und ich möchte auf diese Innovationspotenziale jetzt von diesen drei Werten her schauen, Werte und Kultur, Werte und prägen Kulturen und soziale Organisation. Die Studierenden wissen das schon, es ist unser Grundthema in dieser Vorlesung, zu sagen, egal was wir tun, wir haben immer Werte, ja, die uns bewusst oder unbewusst im Handeln prägen. Ich habe drei Werte herausgegriffen, die unsere Kultur bisher, sage ich, prägen. Da ist zunächst einmal die Menschenwürde. Die Würde des Menschen ist unantastbar, heißt es im Artikel 1 unseres Grundgesetzes, grundlegend für unser Gemeinwesen. Die Menschenwürde leitet sich ab aus antiken, aber vor allem auch aus biblischen Traditionen, wenn es in Genesis 1 heißt, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er sie und schuf sie als Mann und als Frau. Sie sind Ebenbilder, nicht gleich wie Gott, aber doch sehr ähnlich Gottes Repräsentationen auf Erden. Und diese Gott-Ebenbildlichkeit ist verbunden mit Verantwortung. Ja? Sie sollen herrschen, heißt es, über Tiere und Pflanzenwelt. Im Artikel 2 wird dieses dann ausgeführt durch die Unverletzlichkeit und Freiheit der Person. Ich habe es hier vor allem auch nochmal die Freiheit herausgegriffen, weil sie in der Digitalisierung eine besondere Rolle spielt, nämlich Selbstbestimmung, freie Persönlichkeitsentwicklung. Und das sage ich gleich dazu. Ich möchte das verbinden mit zwei Unterthemen. Das eine ist die Frage der Rehabilitation und Reintegration.
Und das ist, sage ich, ein zutiefst christlicher Gedanke, der unsere Kultur prägt. Ich weiß nicht, ob Ihnen das so bewusst ist im Alltag. Wir gehen selbstverständlich davon aus, dass Menschen, die im Gefängnis sind oder die andere Fehler gemacht haben, die auch scheitern im Leben, dass die einen Neuanfang haben können, dass die nochmal beginnen können mit ihrem Leben. Und darunter liegt eigentlich das, was wir im Christentum sagen, die Sündenvergebung. Ja? Jeder Mensch hat immer, auch in den christlichen Bußritualen, die Möglichkeit, neu zu beginnen, ein anderer Mensch zu sein, neu in die Beziehungen zu gehen. Das ist ein Teil der Freiheit bei uns in der Gesellschaft, auch in der sozialen Arbeit, ganz wichtige Maxime. Und die andere ist, dass die Menschen als Gott-Ebenbilder eben auch verschieden sind, verschiedene Lebensweisen haben, verschiedene Bedingungen haben und deswegen hier an der Hochschule auch einen großen Diversity-Bereich haben, der Teil dieser Freiheitsentwicklung in unserer Kultur ist. Drittes Thema, von dem aus ich auf die Digitalisierung schauen möchte, sind Themen der Gerechtigkeit. In unserer Kultur ist es ein sehr hohes Kulturgut. Wir haben ein Sozialstaatsprinzip. Der Kollege Sieber kann das immer so schön erklären, unser Jurist. Und natürlich sind dort Vorstellungen der Gerechtigkeit eingeflossen aus dem jüdisch-biblischen Zusammenhang. Und zwar die Vorstellung, dass Gerechtigkeit auch auf Leistung basiert. Also wer viel leistet, soll auch viel bekommen. Nach biblischer Auffassung ist Gerechtigkeit auch immer Gemeinschaftsgerechtigkeit. Niemand kann Gerechtigkeit alleine erringen, sondern sie wird in der Gemeinschaft verwirklicht, wo auch die Schwächeren mitgenommen werden und wo keiner und keine außen vorgelassen wird, wo Wucher kritisiert wird und Visionen einer friedlichen, gerechten und auch ökologischen Welt entworfen werden. Das sind die Traditionen, von denen aus ich jetzt mal die ethischen Traditionen auf das Phänomen Digitalisierung blicken möchte. Grundwerte und digitaler Wandel. Zunächst einmal zur Menschenwürde. Die Menschenwürde, die ja besagt, dass der Mensch einzigartig ist in der Schöpfung, dass er unantastbar ist. Wir haben hier Artikel 1 Grundgesetz und nochmal Genesis 1, 27. Und jetzt wollen wir uns das anschauen. Es kommen jetzt große Teile ohne PowerPoint, weil es, glaube ich, in YouTube sonst ermüdend wäre, wenn wir so viel PowerPoint-Darstellungen haben. Ja, Grundwerte, zunächst mal die Einzigartigkeit, die Stellung des Menschen im Kosmos. Raimund Neugebauer, der Präsident des Fraunhofer, der Fraunhofer Gesellschaft, nennt die Digitalisierung eine Schlüsseltechnologie. Der digitale Fortschritt wird durch Entwicklungen von künstlichen Intelligenzen exponentiell wachsen. Sie werden im Bereich von Diagnostik, Rechenkapazität und maschineller Fertigung sowohl die bisherigen Techniken als auch die menschliche Intelligenz überlegen sein. Ja, wissen wir uns da. Sie werden uns überlegen sein. Die können viel schneller rechnen, die können Texte schreiben, einfache Texte schreiben, die können kommunizieren, die können ganze Städte organisieren. Ja? Also künstliche Intelligenz hat ein enormes Potenzial an Intelligenz. Sophie Hippmann und Raoul Klingner vom Fraunhofer Institut halten dazu fest, Zitat, künstliche Intelligenz wird vielseitiger und entwickelt sich Richtung kognitiver Maschinen, die über Interaktionsfähigkeit, Erinnerungsvermögen, Kontexterfassung, Anpassung sowie Lernfähigkeit verfügen. Das maschinelle Lernen gilt inzwischen als Schlüsseltechnologie für die Entwicklung von kognitiven Maschinen. Anstatt alle Schritte, und das ist jetzt wichtig, anstatt alle Schritte für die Lösung eines Problems vorab einzuprogrammieren, bringt man der Maschine bei, aus einer sehr großen Menge von Beispieldaten Muster zu erkennen, Regeln abzuleiten und so ihre Leistung zu verbessern. Das heißt, der Forscher weiß gar nicht mehr, oder der Entwickler was eingibt, sondern er gibt ein Programm ein und danach lernt die Maschine selbst. Und zwar nach Regeln, wo sich heute Wissenschaftler fragen, wie wir das überhaupt noch beherrschen können. Also, dass wir die Maschinen zwingen, dass sie auskunftsfähig werden, uns zu sagen, was sie getan haben. Ja, das ist so eine Lösungsstrategie, weil diese intelligenten Maschinen sich entwickeln und zwar, sagt die Forschung, Zitat, disruptiv. Ja, also auch nicht kontinuierlich, dass man das so verfolgen könnte, sondern die entwickeln sich in Sprüngen, ja, sodass auch vorherige Stadien zerstört werden, also nicht mehr erkennbar sind.
So, einfach mal so als Szenario, wie sich das entwickelt. Klaus Mainzer, ein renommierter Technikwissenschaftler, er ist Teil der Senior Excellence Initiative in Tübingen, schreibt dazu, ein KI-System, Zitat, kann alles, was Menschen können, nur schneller. Mainzer hält fest, eine kollektive KI ist dem Menschen überlegen und er sieht verschiedene mögliche Entwicklungen. Er sagt, erstens ist nicht ausgeschlossen, das sind jetzt Zitate, dass KI-Systeme in Zukunft mit bewusstseinsähnlichen Fähigkeiten ausgestattet werden. Solche Systeme würden ihre eigenen Erlebnisse, Erfahrungen und Identitäten erzeugen, die sich daraus durchaus von unseren Selbsterfahrungen unterscheiden. Das heißt, sie könnten sich eine eigene Wirklichkeit konstruieren, nach der sie dann auch handeln würden. Und zweitens, sagt Mainzer, sind Entwicklungen denkbar und werden vorangetrieben, die eine Vernetzung zwischen menschlichem Gehirn und künstlicher Intelligenz entwickeln. So sind nach Mainzer, immer noch Zitat, längst Roboter realisierbar, die als Gedächtnis das gesamte Internet benutzen und maschinelle Lernalgorithmen blitzschnell auf Big Data anwenden. Schließlich können menschliche Gehirne durch neuromorphe Schaltkreise mit neuartigen intelligenten Fähigkeiten ergänzt werden. Also, wir lagern unser Gedächtnis in Big Data aus, ja, und werden dadurch überlegen in unserem Erinnerungsvermögen. Das ist durchaus kein Science Fiction mehr, denn digitale Ergänzung von Menschen wird in medizinischen Zusammenhängen bereits für seh-, hör- und gehbehinderte Menschen durchgeführt. Es gibt Techniken des Neuroenhancements, durch die können Gehirnsignale auf Computer übertragen werden, sodass ein körperbehinderter Mensch zum Beispiel einen Lichtschalter steuern kann oder eben auch einen Apparat, mit dem er sich dann bewegen kann. Das heißt, es sind jetzt auf der medizinischen Seite natürlich enorme Entwicklungen, die sehr gut sind, weil sie Menschen, die seh-, hör-, gehbehindert sind, unterstützen. Es gibt ganz, ganz viele im medizinischen Bereich, sage ich gleich, wo Digitalisierung enorme Unterstützungspotenziale hat. Wir sehen aber auch, dass sie eben in diesem Bereich des Wissens und der Kognition ganz neue Ergebnisse erzielt. Ulf Dettmann und Jörg Koppitz schildern zum Beispiel Ergebnisse aus Tierversuchen, in denen Gehirnströme mehrerer Ratten oder Affen durch Internetübertragung so vernetzt wurden, dass sie gegenseitig Signale aus dem Gehirn des jeweils anderen Tieres empfangen konnten und auf diese Weise optimierte Ergebnisse hervorbringen. Die Möglichkeitsräume der KI und der Maschine. Wir haben gesehen, dass es enorme Möglichkeitsräume gibt. Denken Sie auch an den sich selbst füllenden Kühlschrank, in der Alltagserfahrung, auch im Blick auf unser Alter. Ja, wir werden sehr viel Nutzen haben von diesen Maschinen, die uns unterstützen können, in enormer Weise. Ja, auch die Steuerung unserer Städte und ökologischer Vorhaben. Wir kommen nachher noch auf die Ökologie. Aber Sie sehen auch, dass hier Potenzial von Herausforderungen liegt. Und ich möchte Ihnen mal eins zeigen, denn diese Technik wird ja nicht im luftleeren Raum entwickelt. Und es gibt jetzt auch Philosophien, die sollten wir uns anschauen, nämlich den sogenannten Transhumanismus. Ich glaube, ich weiß nicht, wer schon mal davon gehört hat. Also es gibt durchaus Menschen, die jetzt unseren kulturellen Konsens verlassen und ganz neue Ideen haben, was man mit dieser Digitalisierung anfangen kann. Homo sapiens, Leben im 21. Jahrhundert, was bleibt vom Menschen, lautet der Titel einer Publikation von Ray Kurzweil, der 2012 Director of Engineering beim Internetgiganten Google wurde. Er gilt als einer der führenden Transhumanisten weltweit. Vertreter dieser Philosophie greifen auf utilitaristische und darwinistische Philosophien zurück. Vorstellungen von Mensch-Maschine-Verschmelzungen, von gentechnischen Verbesserungen des Menschen werden begleitet von Visionen einer Entwicklung künstlicher Superintelligenzen, die zukünftig die Welt in eine smarte, ökologische und friedliche Weltgemeinschaft transformieren sollen, und zwar indem künstliche Intelligenzen uns beherrschen.
Die wissenschaftliche Community der Transhumanisten diskutiert ihre Ideen in Zeitschriften. Moralische Grenzen, die bisher als unhinterfragt galten, werden radikal in Frage gestellt. So zum Beispiel die Selektion von Embryonen, Eingriffe in Keimbahnen, Züchtung leistungsfähiger, begabter Menschen, aber auch angepasster Menschen auf der anderen Seite und natürlich die Herstellung von Cyborgs. Kurzweil und andere sehen die Lösung der Zukunftsfrage dahin, dass Singularitäten, selbstlernende und bewusstseinsentfaltende künstliche Intelligenzen, das die Steuerung des Gemeinwesens übernehmen sollen. Und zwar aus der Überzeugung, dass das, was der Mensch bisher getan hat, keineswegs zu einer friedlicheren oder ökologischeren Gesellschaft geführt hat. Und das ist ja eine Tatsache, der man nun nicht widersprechen kann. Allerdings müssen wir uns schon fragen, ob denn so eine KI, die dann aus ihrer eigenen Wirklichkeit heraus agiert, dann zu unserem Wohl agieren wird und ob damit die Welt besser wird. Ich möchte hier wegen der Zeit nur hinweisen, es gibt auch einen Philosophen, Sorgner heißt er, der ganz dezidiert darin auch die Menschenwürdenorm angreift, indem er den menschlichen Speziesismus, so nennt er das, kritisiert, also die zentrale Stellung des Menschen im Kosmos. Sie denken wieder an Genesis 1, ne, die Unantastbarkeit und Einzigartigkeit, die Menschenwürde. Ja, sagt, das ist Quatsch. Ja, also wir brauchen im Grunde auch Mensch-Tier-Hybride und Mensch-Maschine-Hybride, die sind dann leistungsfähiger, um diesen Wettlauf auch mit den künstlichen Intelligenzen und Maschinen zu bestehen. Ja? Also wir haben auch ein interessantes Umfeld, ja, mit dem wir uns unterhalten müssen, sage ich, ja, über unsere Grundwerte. Wie wollen wir eigentlich, wo wollen wir hin mit dieser enormen Technik und ihren enormen Möglichkeiten? Deswegen bleibt entscheidend, was die hochrangige Expertenkommission für künstliche Intelligenz der Europäischen Kommission meines Erachtens zu Recht als Leitlinie formuliert hat und was zunächst banal klingt. Aber es ist tatsächlich eine Grundfrage, nämlich, Zitat, Vorrang menschlichen Handelns und menschliche Aufsicht über diese Maschinen. Es spiegelt sich darin der Grundsatz, Zitat, der Achtung der menschlichen Autonomie oder wie es die Digitalisierungslandkarte der Diakonie Württemberg gesagt hat, ich zitiere das mal, das ist sehr schön, wir gestalten die Digitalisierung der Gesellschaft zum Wohl und Nutzen der Menschen mit. Also das ist die Richtung, ja, zum Wohl und Nutzen der Menschen. Und unser Landesbischof hat es bei einem Landesempfang 2018, Landesempfang der beiden Landeskirchen zum Thema Digitalisierung folgendermaßen formuliert. Unser Auftrag verpflichtet uns, das biblische Menschenbild der von Gott verliehenen Ebenbildlichkeit und daraus abgeleitete Würde des Menschen als Prüfstein in die Digitalisierungsdiskussion in Kirche und Gesellschaft einzubringen und einzufordern. Vielleicht nochmal einfach so, das klingt immer so banal, wenn wir das sagen, wir denken, ist das selbstverständlich. Ja, ist es, aber es soll auch selbstverständlich bleiben. Ja? Also es ist nicht, durchaus nicht Konsens in der Community der Wissenschaftler. Freiheit und Individualität, ich wollte natürlich nicht sagen, dass unser Landesbischof oder die Diakonie Banalitäten sagt, sorry. Gut, ja, also es klingt selbstverständlich, ja. Wir sind uns einig, wollte ich sagen. Ja. Gut, Freiheit und Individualität, wir kommen zum zweiten Thema in dieser, also die zweite Perspektive auf das Phänomen Digitalisierung. Jeder hat das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, heißt es im Artikel 2 des Grundgesetzes und die Freiheit der Person ist unverletzlich und, sorry, zur Freiheit hat uns Christus befreit, heißt es in der Bibel. Ja, schauen wir uns die Freiheitsfragen an, Individualität und Freiheit in digitalisierten Welten. Betrachtet man die technische Innovation, die durch Digitalisierung entsteht, dann stößt man auf ein Paradox. Weil gerade der Wert, der eigentlich in unserer Kultur zentral ist, nämlich die Autonomie, wir empfinden uns ja als selbstbestimmt und autonom, weil dieser Wert in paradoxer Weise geradezu in Frage gestellt oder eingeschränkt wird, herausgefordert wird. Und zwar dadurch, dass ein Algorithmus so arbeitet, dass er im Grundsatz erstmal Dinge, die er erfasst hat, fortschreibt. Ja?
Also wenn Sie einer KI sagen, guck nach Mustern für Bewerbungen, ja, wer ist erfolgreich in Bewerbungen, dann sagt die KI, es sind weiße Männer, etwa so ab Alt 40, 50. Ja? So. Und mit diesem Muster wird jetzt die KI losgehen, das hat man also erforscht, das ist so, nachgewiesenermaßen. Ja? Und jetzt soll die geeignete Bewerber und Bewerberinnen auswählen. Und was passiert? Die KI wird natürlich nun bei allen Bewerbungen genau diese Bewerber auswählen, rausfallen tun die Frauen und die Menschen farbiger Hautfarbe. Das kann man dann natürlich wieder rejustieren, indem man der was anderes sagt, aber das Prinzip ist zunächst, dass ein Algorithmus Muster, die er kennt, fortschreibt. Und so erfasst er uns alle mit dem, was wir auf Facebook tun, was wir auf Google tun. Also er schreibt uns in unserem Verhalten fort. So, das ist das erste Thema, über das wir reden müssen bei Freiheit. Unsere Wahrnehmung und Wahrnehmungsräume. Das zweite, was mit dem Freiheitsthema zu tun hat, also die Fortschreibung unserer Biografie, ne? Auch so in dem, was wir tun. Und das Zweite ist auch das, dass die KI natürlich auf das, aufgrund dessen, was sie fortschreibt, uns auch zukünftig Vorschläge machen wird. Und zwar, wenn es nach den Entwicklern zum Beispiel von Microsoft geht, in einer sehr umfassenden Weise. Der Chief Legal Officer von Microsoft, Brad Smith, und sein Kollege Executive Vice President Harry Shum haben unter dem Titel The Future Computed ein Papier veröffentlicht. Das kann man im Internet nachlesen. Und in dieser Gesellschaft, die sie beschreiben, basiert alles auf KI. Das heißt, die künstliche Intelligenz verwaltet den Terminkalender, trägt dort alles ein, sucht zum Beispiel auch nach Bewerbern, wenn ich das brauche. Ja. Die organisiert meinen Gesundheitszustand, macht Vorschläge, wann ich zum Doktor gehen soll, wann ich mich melden muss. Die organisiert auch Geschenke für meine Freundin, liebe Monika, und verschickt sie dann auch gleich, wenn ich nicht widerspreche. Ja. Sie organisiert natürlich auch meinen Kühlschrank und meine ganze Mobilität. Das heißt, in dieser Vorstellung, das wird da ganz genau beschrieben, wird das ganze Leben von der KI organisiert. Die Frage ist jetzt, ist bei uns natürlich nicht so richtig erlaubt. Ich gucke unseren Sohn an, der hat gerade sein Jurastudium abgeschlossen. Digitalisierung ist bei uns hochgeschützt juristisch. Das heißt, es wäre jetzt nicht erlaubt, unsere Gesundheitsdaten und alles zusammenzuführen, außer wir stimmen zu. So, und was passiert jetzt, wenn ich einem Vorschlag nicht folge? Zum Beispiel bei der Kreditvergabe der Arbeitnehmer, dem die KI ausgerechnet hat, dass du keinen Kredit kriegst. Was passiert, wenn ich nicht zum Arzt oder zur Ärztin gegangen bin, nachdem die KI mir das doch ausgerechnet hat, dass in meinem Alter und meiner Vorerkrankungsstufe dies nun notwendig wäre? Das ist ganz interessant, und obwohl dort hier sehr umfangreich übrigens auch ethisch reflektiert wird, die haben also einen ganzen Satz an Ethik, fragt man sich doch mit moralischem Unbehagen, wie wird es sein? Wie soll diese Welt aussehen? Jetzt ist bei uns durch die Datenschutzgrundverordnung an sich festgelegt, dass die betroffene Person, ich zitiere das gleich mal, Datenschutzgrundverordnung Artikel 22, die betroffene Person hat das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung, einschließlich Profiling, beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, also man darf keiner automatisierten Entscheidung unterworfen werden, die ihr gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt. Zitat Ende. Diese Regel wird natürlich dann außer Kraft gesetzt, wenn wir zustimmen. Dann nämlich darf man mit unseren Daten auch etwas tun. Nämlich so, wie wir zugestimmt haben. Die Frage wäre noch, darf man etwas Unerwartetes tun? Wahrscheinlich nicht. Ja, aber da, wo wir zugestimmt haben, da darf man das tun. Und jetzt gehe ich mal in die soziale Arbeit rüber, weil wir hier natürlich ganz eigene Phänomene haben, auch in der sozialen und diakonischen Arbeit, weil Klienten und Klientinnen, die Hilfe brauchen, und es wird ausführlich diskutiert in der Literatur, hier Nachteile haben. Denn, ich zitiere hier Nikolaus Lehner, Zitat, wer ökonomische und ich ergänze soziale Hilfen braucht, ist genötigt, Observation und Verdattung seines Lebens zuzustimmen. Das können wir jeder von allen anderen Dingen, die wir nutzen, auch von den Apps. Ne? Wenn ich es nutzen will, muss ich zustimmen. Ähnliches könnte, da gucke ich auch unsere Juristin an, ne? Annette Rabe, da habt ihr sicher das im Blick, das sind spannende Fragen. Ne? Also inwieweit muss der Klient zustimmen dieser Verdattung? So, das ist ein Bereich, ne, der hier auftaucht, also diese zunehmende Verengung von Spielräumen in der Entscheidung. Das ist ein Thema, das wir bearbeiten müssen. Und zwar ist es zwar datenschutzrechtlich geschützt, aber jetzt müssen wir in der
ich sage in der Lehre und auch in der Diakonie. Die Heimstiftung hat eine sehr schöne Digitalisierungsgrundsätze. Wir müssen im Grunde die Menschen auch kompetent machen, dann am Ende sich zu trauen, dieser KI zu widersprechen. Also bei der Kreditvergabe muss der Mitarbeiter die Möglichkeit haben, juristisch abgesichert, auch eine riskante Entscheidung treffen zu können, wenn er sagt, dieser Familienvater soll jetzt nicht sein Haus verkaufen müssen, ja, oder mit der Familie ausziehen, weil er im Moment eben jetzt in einer schwierigen Situation ist, sondern er bekommt den Kredit. Auch wenn die KI sagt, eigentlich kriegt er ihn nicht. Ja, also wir müssen sie kompetent machen, ethische Fallarbeit, sie kompetent machen, zu verstehen, wie Digitalisierung funktioniert. Wir müssen aber auch in der sozialen Arbeit uns dieses Phänomen anschauen, denn auch in der sozialen Arbeit wird Digitalisierung verwendet. Zum Beispiel, ein Beispiel wäre die Kindeswohlgefährdung. Durch Fallarbeit und die Aufbereitung von Daten kann man durch Digitalisierung riskante Familien erkennen. Wird in den USA sehr breit gemacht, gibt es bei uns auch, wird bei uns auch diskutiert. Und ich möchte hier nochmal einen Sozialwissenschaftler, den Harald Gapski, zitieren, der hier, ich lese es jetzt nicht vor, es ist ein sehr ausführliches Zitat, erscheint in der Publikation, der sagt, dass man in den USA schon feststellen kann, dass die Caseworker, also die Fallarbeiter, es nicht wagen, der KI zu widersprechen, wenn dort Kindeswohlgefährdungen angezeigt werden, dann wird eingegriffen, weil niemand nachher die Verantwortung übernehmen möchte, wenn dies anders ist. Ja, also wenn das Kind zu Schaden gekommen wäre. Wir haben diese Probleme und es ist ja auch gut, ja, wenn das gut erfasst wird. Aber jetzt schauen wir uns nochmal auf das Freiheitsthematik, also gut fürs Kindeswohl, gut für die Unversehrtheit. Ja. Aber schauen Sie mal auf diese Themen, was passiert jetzt mit Menschen, ja, die soziale Risiken haben und die Scores hinterlassen. Ja. Die werden festgeschrieben in diesen Scores. Ja, und die werden immer wieder unter diesem Aspekt neu erfasst, so wie wir auch. Ja? Und das heißt, wir haben ein Problem, das darin besteht, und jetzt sage ich nochmal, christliche Freiheit heißt, man darf neu beginnen. Es gibt einen Neuanfang für mich, auch wenn ich vorher Mist gemacht habe. Ja? Und ich darf nochmal anders gesehen werden von dir, auch wenn ich vorher Fehler gemacht habe. Ja? Wir dürfen immer wieder neu mit anfangen. Also diese Erfahrung, die wir im mitmenschlichen Raum haben, zu sagen, wir fangen immer wieder neu miteinander an. So, und wie funktioniert es, wenn alles digital erfasst ist? Ja? Das heißt nicht, wir sollen keine Digitalisierung machen, auf gar keinen Fall. Sie hat viele Vorzüge, aber wir müssen uns kompetent machen und uns darin schulen, wie wir Freiheiten entwickeln, innere Freiheiten und sie auch rechtlich absichern, dass unsere Studierenden später, zu denen sage ich das jetzt ausdrücklich, liebe Studierende, dass sie später auch in der Lage sind, dann mit ihrem Arbeitgeber, dass es so abgesichert ist, dass sie auch eigenständige Entscheidungen treffen können. Und ich sage auch, wir brauchen auch Räume, wo Menschen nicht erfasst werden digital. Wir brauchen nicht digitale, analoge Beziehungsräume. Wir brauchen aufsuchende Arbeit, wir brauchen Arbeit, wo Menschen zu uns kommen können, in der Diakonie, in der sozialen Arbeit, in der Pflege, ohne dass sie gleich erfasst werden. Wir brauchen diese Freiräume, sich neu und anders erfahren zu können. Und wie gesagt, wir brauchen einiges an Kompetenzen und Wissen, um die Freiräume für uns und unsere Klienten, Klientinnen freizuhalten. Ich möchte hier unter diesen medienpädagogischen Aspekt noch eins erwähnen, das den Datenschutz auch nochmal betrifft. Und diese Freiheit, immer wieder neu anzufangen, die sollte sich, das hat Luciana Floridi in einem schönen Aufsatz 2017 festgehalten, auch ein Recht auf Vergessenwerden beinhalten. Und es bedeutet auch ein Recht auf Datenlöschen. Ja? Und viele Forscher formulieren heute auch das Thema Datensuffizienz, ja? Also dass wir nur so viele Daten erheben, wie nötig ist, um die Freiräume aufzuhalten. Und dass wir im Grunde auch uns gegenseitig zugestehen, auch rechtlich so gestaltet, dass es einfach geht, dass ich sage, das möchte ich von mir nicht mehr sehen, wenn ich mich bei Google eingebe oder sonst wo. Ja, damit komme ich schon zu unserem letzten Thema heute, Grundwerte und digitaler Wandel unter dem Thema Gerechtigkeit. Also wir haben die Menschenwürde zentral gesehen, wir haben die Freiheit zentral gesehen. Und jetzt schauen wir uns bitte noch gemeinsam die Gerechtigkeit an. Ein großer Grundwert unserer Gesellschaft. Wir haben gesehen, dass wir Leistungsgerechtigkeit haben, soziale, ökologische Gerechtigkeit. Heute sagen wir ausdrücklich auch ökologisch
weil wir wissen, dass unser Wirtschaften und Handeln nicht nur die Natur zerstört, sondern auch Menschen in anderen Regionen bedroht, Armutsmigrationen, ökologische Migrationen, die dann auch wieder bei uns als soziale Herausforderungen aufschlagen. Also soziale und ökologische Gerechtigkeit und Teilhabegerechtigkeit. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Wir sind also ein Sozialstaat und ich finde sehr schön aus der Bibel natürlich diese Vorstellung des gegenseitigen Tragens und Getragenwerden. Gerechtigkeitsideale sind tief in unserer Gesellschaft eingegraben und verwurzelt. Und auch hier ist es so, dass sich die Technikentwicklung natürlich nicht im luftleeren Raum entwickelt, sondern sie entwickelt sich innerhalb unserer Gesellschaft. Und hier gibt es interessante soziologische Analysen. Ich möchte Sie hier hinführen auf das Thema der sogenannten Optimierungsgesellschaft, wie sie Dirk Sprehn und andere analysiert haben. Sprehn schreibt, Zitat, viele Beobachter kulturellen und sozialen Wandels sind sich darin einig, dass in der Gegenwart die Werte einer Optimierungskultur herrschen, die sich an den Einzelnen wendet und sie dazu aufruft, ihre Kompetenzen sowie ihren Körper und ihr Leben insgesamt kontinuierlich zu verbessern. Diese Optimierungskultur, so Sprehn, geht nun, und das wird nun schwieriger, einher mit der Auflösung traditioneller Sozialbezüge, einer hohen Individualisierung und globalem Wettbewerb. Soziale Sicherheit ist daher im digitalen und sozialen Wandel ungleich verteilt und nach Sprehn findet sie statt, Zitat, in einem asymmetrischen Arbeitsmarkt. Die Auflösung sozialer Sicherungssysteme und, Zitat, die Prekarisierung von Beschäftigungsverhältnissen sind Teil der Profitstrategie, in der die Optimierungsgesellschaft organisiert ist. Und das haben wir seit den Hartz-IV-Gesetzen, dass wir sozusagen sagen, es gibt also ein oberes Drittel, 10% sind ganz gut gestellt, dann gibt es eine Mittelschicht, die noch gut gestellt ist und auch profitieren wird von Digitalisierung. Es wird mehr Konsum- und Freizeitmöglichkeiten, Gesundheitsmöglichkeiten geben. Aber es gibt eben das Feld, und für das arbeiten wir in sozialer Arbeit, Diakonie und Gesundheitswesen, die betroffen sind, vor allem von der sozialen Entkoppelung. Und das sind die, die in den prekären Arbeitsverhältnissen dann arbeiten. Das Prinzip des konkurrierenden Vergleichs wird auf höchst wirksame Weise in die Alltagswelten und in die Selbstbilder hinein, also es wirkt, ja, diese Konkurrenz und auch die Angst vor dem Abstieg, weil sie die Gesellschaft in sichere und unsichere Arbeitsmärkte spaltet und Ungleichheit vergrößert bzw. auf hohem Niveau zementiert. Soweit Dirk Sprehn. Dass ganze Berufe und ganze Branchen mit ihren Arbeitsplätzen in der Digitalisierung wegbrechen werden, das wissen wir. Es gibt Publikationen, da wird schön auch aufgeführt, die soziale Arbeit wird nicht dazugehören, weil KIs mit ihrer Empathie und Beziehungsfähigkeit pädagogisch uns weitaus nicht ins Wasser reichen können, aber andere, Logistik zum Beispiel oder auch in der Automobilbranche, sagt man, auch im technischen Bereich wird einiges wegfallen. Lassen Sie uns noch, bevor ich dann auch bald zum Schluss komme, noch auf ökologische Aspekte schauen. Wir Menschen sind ein Wunderwerk, weil wenn wir komplex denken, dann brauchen wir die Energie einer Glühbirne. Ja? Eine KI ist in dieser Hinsicht kein Wunderwerk, sondern kann ein regelrechter Energiefresser sein. Und damit haben wir auch ökologische Probleme, die häufig gar nicht benannt werden. Nochmal Klaus Mainzer, der schreibt, gigantische Rechen- und Speicherkapazitäten, wie zum Beispiel der Supercomputer Watson, haben einen Preis, dem die Energie einer kleinen Stadt entsprechen kann. Ja? Also wenn der arbeitet, braucht er so viel Energie in der kleinen Stadt. Oder andere Rechnungen, auch wieder Mainzer, zum Beispiel Bitcoin verbrauchte im November 2017 so viel Kilowattstunden wie das gesamte Land Dänemark. Das ist eine Blockchain-Technologie. Ja? Also sie haben 2017 so viel Energie verbraucht wie das gesamte Land Dänemark. Ich möchte erwähnen, ein schönes Buch empfehle ich den Studierenden.
ja, und allen Zuhörenden von Lange und Sartarius, es heißt Smarte Grüne Welt, Fragezeichen, zwei ökologische Transformationsforscher, die sich befassen mit der Frage, wie eine ökologische Transformation gut gelingen kann. Sie zum Beispiel schildern, dass dieses autonome Fahren und diese digitale Infrastruktur, die aufgestellt werden muss, enormen Energieverbrauch hat. Also wenn nur 2 Millionen Menschen autonom fahren, schreiben die, braucht es etwa so viel Energie, wie bisher die halbe Weltbevölkerung für den Datenverbrauch hergestellt hat. Ja. Also einfach, weil sie sagen, da müssen ja irgendwo Computer stehen. Ja. Da stehen Computer, die laufen heiß, müssen gekühlt werden, die brauchen Energie, um diese immensen Datenmengen überhaupt zur Verfügung zu stellen. Das ist einfach, ist einem gar nicht so bewusst, wenn man auf seinem Handy sich bewegt. So, also, wir haben es mit großen ökologischen Herausforderungen zu tun. Andererseits sagen alle Technikwissenschaftler, auch Sartarius und Lange, dass es ganz viele Möglichkeiten gibt. Zum Beispiel, wenn man verzichtet aufs private Auto und stattdessen Carsharing macht mit einem vernetzten System, ist dieses ökologisch sehr positiv. Und positiv ist zum Beispiel auch natürlich, wir haben es im Forschungssemester gesehen, wenn alle nicht überall hinfahren, sondern sich auch mal digital unterhalten. Also es gibt wie immer Vorzüge und Nachteile. Was eigentlich alle sagen, ist, es gibt verschiedene Regeln. Sartarius und Lange sagen, digitale Suffizienz. Also zu schauen, dass wir die Datenmengen nur verwenden, die wir brauchen, konsequenter Datenschutz und Gemeinwohlorientierung. Ja, damit komme ich zum letzten Punkt. Wir brauchen in dieser Technik also auch Gemeinwohlorientierung. Und zwar deshalb, weil wir diese Technik ja im Zusammenhang der Optimierungsgesellschaft entwickeln, ja, und auch einer Gesellschaft, in der Menschen von diesem digitalen Wandel in ihren Existenzen bedroht sein werden. Also nicht nur von Corona, sondern wir haben insgesamt hohe wirtschaftliche Herausforderungen, die gerade die Menschen, die wir mit sozialer Arbeit, Diakonie erreichen wollen, betreffen werden. Im Zusammenhang von politischen Forderungen ist daher meines Erachtens insbesondere der Transfer von Gewinn aus der Digitalisierung, und den gibt es natürlich, wenn man sich allein die Big Five anschaut, ja, der Gewinn aus dieser Technik zu diskutieren. Ja. Und jetzt muss ich nochmal ausholen, ganz weit ins 19. Jahrhundert. Wir hatten schon mal in Europa so einen enormen Technikschub, das war die Industrialisierung, die zu einer enormen Verarmung in der Bevölkerung geführt hat. Und das hat wiederum dazu geführt, dass wir den heutigen Sozialstaat aufgebaut haben. Es hat mich dazu geführt, dass wir die Bismarck'sche Sozialversicherung eingeführt haben, dass diakonische Träger gegründet wurden, ja, wie die, die wir bis heute noch haben. Das heißt, wir haben ein ganzes Wohlfahrtssystem aufgebaut und Sozialsystem, Sozialversicherung eingeführt. Das heißt, eine technische Innovation, die mit Verarmung einhergeht, muss begleitet werden auch von einer gemeinwohlorientierten Innovation in der Gesellschaft. Es ist schon seit meiner Jugend, wo sage ich mal so, wurden Maschinensteuern gefordert, und es gibt auch heute wieder Menschen, die fordern, dass eben die Wertschöpfung aus der Digitalisierung besteuert wird, auch wenn das schwierig ist, ich weiß auch international in der Politik, und doch brauchen wir werden brauchen, um alle Menschen abzusichern, wir werden Wertschöpfung besteuern müssen und transferieren müssen, dass sie vielen Menschen zugutekommt, denn viele Menschen werden von dieser Technikinnovation betroffen sein. Das heißt, man kann natürlich dann darüber diskutieren, was man damit macht, bedingungsloses Grundeinkommen. Ich persönlich schätze eher Formen, wo man sich noch begegnen muss, in irgendwelchen Arbeitsstrukturen mit Zeitstruktur. Ich könnte mir vorstellen, dass man dann ganz viel Kultur, soziale Arbeit, Pflege besser bezahlt, ja, dass wir Menschen in Berufe bringen, die auch wiederum dem Kulturellen, dem Wissen, der Bildung und dem Gemeinwohl dienen. Aber dass wir diese Dinge brauchen werden, um den Wert der Gerechtigkeit in der Gesellschaft präsent zu halten, ich glaube, das kann man nicht anders sehen. Wir werden uns über die Verteilung unterhalten müssen. Damit komme ich jetzt zum Schluss und fasse einfach nochmal zusammen. Den Studierenden sage ich immer, tun Sie am Schluss, wenn Sie rausgehen, sich 2 bis 3 Thesen merken. Ja? Also nach jedem Vortrag einfach was merken, was ich im Gehirn mitnehme. Nicht nur in meiner, ja, nicht nur in meinem Notebook oder woanders, ja, sondern was ich wirklich weiß. Die Frau Noller hat mir heute Morgen erzählt, und das nehme ich mit aus ihrer Abschiedsvorlesung. So, Sie können sich was raussuchen.
Wir machen eine kleine Zusammenfassung. Also, erstens, Digitalisierung hat Potenzial, Möglichkeitsräume und natürlich auch Herausforderungen. Wir hatten drei Stichworte. Menschenwürde. Es geht um die Einzigartigkeit, die Unantastbarkeit des Menschen, seine zentrale Stellung im Kosmos. Ja? Und wir wehren uns dagegen zu sagen, dass die KI es besser machen wird. Es geht also auch um Beherrschbarkeit der KI, um die Einzigartigkeit, um die Vielfalt der Menschen, die wir sind. Beherrschbarkeit hatten wir und diese sollte womöglich demokratisch und rechtlich weiterhin abgesichert sein. Zentral ist natürlich die Beherrschbarkeit. Ne? So, zweiter Merksatz, Freiheit. Hier hatten wir einiges, das kann man sich nun nicht alles auf einmal merken. Dazu gehört die Vielfalt, jetzt ist das auch wahrscheinlich ein bisschen klein zu lesen, die Absicherung von Risiken, die Entscheidungsspielräume, ja, hatten wir die Kompetenzen, die wir dazu brauchen, aber auch analoge Beziehungserfahrungen, also merken Sie sich einfach Freiheit, ne? Und dass wir uns weiter neue Erfahrungen gönnen, ja? Dass wir nicht alles fortschreiben wollen, das finde ich zentral. Drittens, Gerechtigkeit. Es gibt eine Form von Leistungsgerechtigkeit, aber auch von Teilhabegerechtigkeit und wir brauchen die Transformation von Gewinnen und von Ressourcen, die aus der Digitalisierung kommen, zur Gestaltung des Gemeinwohls. Und das gilt natürlich ganz besonders für die Menschen, die wir in der sozialen Arbeit treffen, die uns begegnen. Übrigens auch in der Pflege und allen anderen Bereichen. Ja, wir werden Ressourcen brauchen, um die positiven Potenziale, die in dieser Technik stecken, wie in jeder Technik, umsetzen zu können, eben für den Menschen. Der Mensch im Mittelpunkt und wir als diejenigen, die die Technik hoffentlich auch in 10 Jahren noch steuern, zum Wohl des Gemeinwohls und in guter Weise. Es gibt noch ein bisschen Literatur für die Studierenden und dann gibt hier vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. So, jetzt soll es eine kurze Diskussion geben. Ich war, glaube ich, sogar in der Zeit. Ja. Ich schaue mal auf unseren Plan. Es ist so, hier gibt es jetzt nebenher einen Chat. Da gibt es schon schöne Rückmeldungen. Aber wir wollen auch dann gemeinsam diskutieren hier im Raum. Es ist jetzt wegen Corona so, dass wir nicht das Mikrofon rumgeben werden, sondern Sie sprechen einfach in aller Freiheit hier im Raum und ich würde es dann wiederholen. Und auch im Chat haben Sie jetzt die Möglichkeit, sich zu äußern. Sehr schön, hier kommen schon Glückwünsche aus einer Kirchengemeinde zur gelungenen Abschiedsvorlesung und die neuen Aufgaben. Dankeschön dem Kollegen. Ja, ich sage gleich, es geht nach Oberrixingen, meine Heimatgemeinde. Schönen Dank, danke, lieber Uli und liebe Elke. Ja, aber auch von Kollegen und Kolleginnen kommen jetzt schon Rückmeldungen. Danke, liebe Annette, für den spannenden Vortrag. Ja, prima. Aber ich möchte vor allem jetzt auch die Studierenden bitten, wenn sie hören und auch sie im Raum, stellen sie Fragen, ja, und beteiligen sie sich doch bitte an der Diskussion. Oder ergänzen sie. Widersprechen Sie, was immer Sie wollen. Ja, Christian Rose. Ja. Die Frage wird ja sein, wer diese ganzen Veränderungsprozesse überhaupt in unserer Gesellschaft und in allen Gesellschaften steuern kann. Was würdest du sagen, wer wird zu den Verantwortlichen oder wer kann das tun und die Herausforderungen, von denen du sprachst, wirklich auch im Blick zu behalten. Letzten Endes sind das ja auch dann Prozesse, die sich verselbstständigen. Kann das die Politik? Gibt es da eine ethische Selbstverpflichtung der Wirtschaft, Wissenschaft? Mhm. Wo sind die Möglichkeiten überhaupt, das zu beeinflussen? Ja, vielen Dank, lieber Christian. Also es ist die Frage nach der Steuerbarkeit und vor allem, wer dieses steuern kann und ob es auch Selbstverpflichtungen braucht in Wirtschaft und Gesellschaft. Frage, kann es die Politik? Ich glaube, dass es niemand allein kann, wäre meine Antwort. Ja?
Ich fand es ganz toll, die Vestager hat jetzt für die EU-Kommission nochmal gesprochen und die Dringlichkeit gestern oder vorgestern auch verdeutlicht. Ich glaube, wir brauchen politische Verständigung, ja, darüber. Wir brauchen natürlich einen guten Rechtsschutz, aber wir brauchen eben auch Pädagogik und Wissen darüber. Da sind die Hochschulen gefragt, da sind viele Menschen gefragt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Da sind die Kirchen gefragt, da ist die Diakonie gefragt, das Thema gut zu begleiten. Ja. Und ich glaube, wir brauchen natürlich auch international, ich bin auch in internationalen Forschungszusammenhängen gewesen, ich glaube, wir brauchen auch diesen internationalen Diskurs. Ich war auf einer Tagung in Salzburg, wo auch Wissenschaftlerinnen aus China zum Beispiel waren und anderen Ländern, die ja ganz andere Ethiken auch haben. Es ist ja auch ein Streit über Wahrheit, ja? Also auf welche Weise wird denn das gut eingesetzt. Ja? Und das, glaube ich, ist auch sehr wichtig, wobei wir auch zuhören müssen, wie sich eine Digitalisierung im Kontext einer postkonfuzianistischen, postsozialistischen Gesellschaft anhört und entwickelt wird. Also das heißt, wir brauchen hier, Klaus Mainzer kann das auch immer schön beschreiben, auch nochmal kulturelle Auseinandersetzung. Ich glaube, wir müssen es umfassend als ein großes Thema wahrnehmen. Und ich vertraue auf die Politik. Wir brauchen auch Politik, die hier sehr kritisch ist. Ja. Kretschmann hat es sehr schön gesagt, auch bei dem Empfang der Landeskirchen. Ja. Soweit, ich gucke mal hier im Chat. Ja, das sind noch Glückwünsche unterwegs. Wenn vielleicht die Studierenden vielleicht mal gucken. Ich hoffe, das hat geklappt mit der Übertragung. Monika, ja, Monika Barz, ehemalige Kollegin. Ja. Mich hat tief beeindruckt, allein der Begriff Transhumanismus. Ja. Und ich dachte, oh Jesus, mit was müssen wir uns alle beschäftigen? Und meine Frage ist, wie ist es, wenn du als Theologin und Diakoniewissenschaftlerin dich in dieses technische Milieu, ja, wo man da so selbstverständlich solche Thesen aufstellt, wie du sie uns auch vermittelt hast, wie ist es? Also lebst du auch dort, erlebst du auch dort Diskussionen, die sich auch diesen Fragestellungen, denen du dich stellst, ist da dann wirklich auf Augenhöhe ein Austausch oder ist die Theologie, die Ethik, die immer nur mahnend anklopft? Also wie ist es, wenn man sich in diesen wissenschaftlichen Diskurs von beiden Seiten einbewegt? Das stelle ich mir sehr schwierig. Ja, danke, liebe Monika. Monika Barz. Sie fragt, wie es mir geht oder uns geht, ja, wenn wir uns mit diesen Themen befassen, Transhumanismus, ja, und auch mit diesen ganzen Techniken und wie es uns vor allem in der Rolle geht, ja, als diejenigen, die immer anmahnen oder ob man sich auf Augenhöhe begegnet in dieser Wissenschaftswelt. Ja, es ist tatsächlich so, erst muss ich sagen, ich bin immer tief erschüttert. Ja. Also ich lese erstmal so was gern. Also dieses Buch von Klaus Mainzer, Künstliche Intelligenz, wann übernehmen die Maschinen, Fragezeichen, liest sich, sage ich, wie ein Krimi, habe ich immer meiner Familie erzählt. Ist ja unglaublich, was die alles können. Also ich finde auch Technikinnovation spannend. Ja. Das finde ich spannend und interessant. Aber natürlich geht es mir so, dass ich dann auch erschrocken bin. Vor allem, wenn ich sehe, dass Microsoft leitende Ingenieure und auch bei Google, das sind ja die Entscheider, ja, dass es solche Philosophien dort gibt. Und übrigens nicht nur dort, also wenn man tiefer gräbt, sieht man, dass es in dieser Community durchaus Gedanken sind. Deswegen, Christian, nochmal deine Frage, wir müssen uns auch dort unterhalten. Und so eine Unterhaltung aus unterschiedlichen philosophischen Standorten, das kennen wir hier von der Hochschule, da haben wir das interdisziplinär geübt, ist immer schwierig, vor allem wenn man die Mahnerin ist. Ja. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, deswegen habe ich auch mit diesen positiven Werten begonnen, ja, und zu sagen, es geht da nicht darum, dass ich Annette Neuer sage, das ist falsch, und ich sage, das sind unsere Werte, Leute. Ja. Also das ist das, worauf wir uns in unserer Kultur verständigt haben, ja, das ist unser Grundgesetz. Ja. Das ist so, wie wir geworden sind, das ist unsere gewachsene Kultur. Und jetzt gucken wir uns mal an, was passiert mit der, wollen wir das? Ne? Also ich verstehe mich eher als Fragende, ich frage, Leute, wollen wir das? Ja. Und ich erlebe das übrigens, ich sage es auch, also diese Tagung war in der Europäischen Akademie der Wissenschaften und Künste, das ist ja eine weltweite wissenschaftlicher Zusammenschluss. Da sind ganz viele Sektionen aus ganz vielen Wissenschaften und wir, finde ich, diskutieren auf Augenhöhe. Ja? Also auch ganz, also die Carpentier war da, ja, diese Gentechnikforscherin, das ist toll. Ja? Aber es, ist ganz, also es gibt diese wissenschaftliche Community, wo man auf Augenhöhe miteinander spricht. Wir müssen uns miteinander unterhalten und ich glaube, wir müssen uns auch
ich jetzt nicht mehr, aber andere in der Forschung und Wissenschaft, auch in Kirchen, doch vielleicht auch mal diesen mehr diesen technischen Bereich und den Ingenieuren zuwenden, ja, die in diesen großen Betrieben das organisieren. Gibt es übrigens auch, ja, es gibt eine schöne Tagung, weise ich gleich darauf hin, vom Arbeitskreis evangelischer Unternehmer, jetzt Ende November, die befassen sich regelmäßig Gabriele, du kennst sie auch gut, mit diesem Thema Digitalisierung und laden dazu Theologen, Theologinnen ein, waren auch Menschen aus dieser hochwertigen Expertenkommission. Also Arbeitskreis evangelischer Unternehmer, kann ich sehr empfehlen. Ich rede zu viel, jetzt gucken wir mal, ob jetzt was da steht. Ja, jemand schreibt gerade, dass die, ja. Ja, kommt jetzt nur Dank, und das ist ein bisschen schlecht zu hören, ist die Fragenden online, das konnten wir jetzt nicht machen. Liebe Studierende, wenn Sie zuhören, trauen Sie sich, ich verspreche, dass ich heute keine Namen vorlese von Ihnen, ja, das mache ich nur bei unserer Prominenz, die hier ist, ne? Die müssen es aushalten, die sind öffentliche Personen, die müssen das immer. Sie können jetzt gerne, ich mache das uns immer, ne? Also weil wir alles digital machen, dann sage ich immer, das war jetzt der Herr so und so und die Frau so und so, aber heute, wenn alles aufgenommen wird, schreiben Sie doch einfach was. So. Ja, okay, hier kommt die Rückmeldung. Schön, dass jetzt die Expertise auch zu einem großen, oder die Expertise sollte auch bei den großen Arbeitgebern in der Region sein. Ja, ist richtig, also brauchen das auch in der Arbeit. Ja, also ich merke schon, online kommt weniger im Chat, als wenn wir unter uns sind. Liebe Claudia, Claudia Schulz. Ich würde gerne eine Sache fragen, die uns hier als Hochschule betrifft. Wir sind ja so eine Fläche, auf der man das alles üben kann, was du uns hier ans Herz legst. Was würdest du uns mitgeben, wie können wir das machen? Wie können wir in welchen normalen und ein Ort der persönlichen Begegnung sein und das alles ganz gefährlich finden, warnen und Werte vertreten, sondern wie können wir das tatsächlich einüben, gemeinsam mit diesen Entwicklungen, die wir uns geben? Ja, vielen Dank, liebe Claudia. Also ich glaube, dass die Methoden immer noch die gleichen sind, ja? Auch wenn die Technik neu ist. Ich würde zum Beispiel sagen, ethische Fallarbeit, die machen wir ja. Bitte? Ach, Frage wiederholen. Und, Dankeschön. Frage wiederholen. Also die Frage war, wie wir es hier, also in der Hochschule machen können, dass wir nicht nur mahnen und auf Probleme hinweisen, sondern dass wir natürlich auch in der Bildung der Studierenden, wir gemeinsam auch sagen, wie es geht. Ja? Also wie können wir uns fit machen. Ja? Ein Thema, was wir ja in der Ethik immer machen, ist die ethische Fallarbeit zum Beispiel. Dort sollen Studierende und übrigens auch Arbeitnehmerinnen in der sozialen Arbeit fit gemacht dafür werden, sozialethische Dilemmata zu erkennen und dann mit bestimmten Methoden sie professionell zu lösen. Das steigert die Kompetenz darin, also Dilemmata erstens zu erkennen, ja, Räume zu schaffen, in denen ich sie bearbeiten kann und dann eben auch zu einer vielleicht ethisch anderen Entscheidung zu kommen, als das, was die KI mir gesagt hat. Ja. Weil ich mir zugestehe, ich habe das jetzt geprüft nach einem bestimmten Verfahren und bin der Meinung, dass hier noch andere Potenziale sind. Es werden dazu auch viele, wie in der Fallarbeit, Informationen eingeholt. Das zum Beispiel halte ich für sehr wichtig. Ich halte es sehr wichtig, dass wir weiterhin viel über den Menschen wissen, wie der Mensch funktioniert, ja? Rehabilitation neu anfangen können, ja? Unser Bedürfnis, auch nicht immer die gleiche sein zu müssen, ja? Dass wir diese anthropologischen Kenntnisse vermitteln und pädagogische Kenntnisse. Also eigentlich der Kanon, den wir haben und dann jetzt ergänzt, ich glaube, wir können nicht alles mundgerecht geben unseren Studierenden, aber wir können sagen, guck mal, jetzt gibt es eine neue Technik. Ja, die tut dieses und jenes. Und jetzt wende doch mal an, ja, was du mitbringst an Ethikwissen, an ethischer Fallarbeit, an pädagogischem Wissen. Und dann reden wir im Seminar drüber, was machen wir jetzt damit? Ja? Was brauchen wir mehr? Ja? Was muss gemacht werden mit dem Klienten und der Klientin? So wäre so mein Plan. Einer. Aber vielleicht ist es auch eine tolle Frage für, ich denke, in der Kollegenschaft. Ja? Wir haben uns ja schon über das Thema unterhalten. Auch mit den Studierenden zusammen, die sind ja viel fitter in der Technik. Ja, der Herr Renau und der Herr Hipp machen das, vielen herzlichen Dank, großartig vorbereitet und sitzen hier zusammen mit dem Herrn Weinmann, auch gleich herzlichen Dank an der Stelle, in der Technik, unsere Studierenden, und sind da ja viel weiter als wir. Also ich glaube auch der Dialog mit den Studierenden, zu sagen, was meint ihr, wie muss es gehen. So.
sollten wir dazu forschen, wie wir die KI nutzen können, unsere Werte zu verbreitern und zu vertreten? Ja, ich glaube, dazu sollten wir forschen. Die Frage finde ich wichtig. Ich weiß aber, dass der Björn Görder, unser Kollege, der heute auch hier ist, hallo Björn, dass der auch diese Fragen verfolgt, und das halte ich für sehr wichtig. Es ist eine ganz zentrale Frage. Sich der nicht zu stellen, wäre für jede Hochschule in jedem Fachgebiet, glaube ich, ein Problem. Wir haben auch andere Kolleginnen im Reutlingen, auch die sich damit befassen, Frau Schlör zum Beispiel, forscht dazu sehr viel in der Familienarbeit. Ja, Johannes. Mich würde interessieren, ob es nicht auch ethisch ein Riesendilemma geben kann, dass es Regionen gibt, die sie jetzt nicht so stark wie beispielsweise Europa oder Amerika, und gerade diese Sachen Gedanken machen, um Datenethik und Datenschutz. Und für uns bedeutet es ja immer auch, dass es auch ein Innovationshemmnis ist, dass solche Entwicklungen nicht so vorgehen können, wie beispielsweise in Regionen, in denen die Standards nicht gelten, beispielsweise China. Und wurde angesprochen, dass es auch ein Potenzial gibt, dass abgehängt wird, Entwicklungen geschehen, an denen nicht teilhaben kann. Und dass es die Gefahr auch gibt, dass Regionen wie China irgendwann Standards setzen, neue Technologien haben, die man braucht, die wir möglicherweise nicht haben, weil es ja wichtige Weise diese Standards gibt. Und ob das nicht so ein Dilemma auch darstellen kann, dass man sagt, wir kriegen diese Technologie aus China möglicherweise und haben sie hier nicht. Weil diese Werte, die ja so wichtig sind, uns darin hemmen. Ja. Und man es irgendwann trotzdem aufgeben. Ja. Ja. Ethische Dilemma. Gute Frage. Ja. Das ist eine spannende Frage. Das ist ja auch der Antrieb. Ich sage es genau. Also die Frage ist, ob unser hoher ethischer Standard und auch unser hoher rechtlicher Standard uns nicht im Wettbewerb benachteiligen wird und andere Länder, die das nicht haben, wie China oder USA, dann nachher letztlich uns im Wettbewerb um diese Daten überflügeln oder wir gar von dort auch aus dann alles einkaufen und auch gar beherrscht werden. Ja? Auch von deren Ethiken. Das ist ein großes Dilemma. Die Fragen haben wir immer bei Technikinnovationen und Ethik, hatten wir auch bei der Stammzellforschung. Auch dort haben wir ja höhere Standards, ethische. Es ist interessant, dass wir dort trotzdem nicht abgehängt haben, ja, im internationalen Vergleich. Ich glaube, dass unsere Forscherinnen und Forscher hier sehr gute Bedingungen brauchen, ja, also auch ökonomisch gute Bedingungen. Das ist auch eine Frage, was wir da investieren. Und letztlich glaube ich, dass es auch darum gehen wird, um die Frage, ob nicht in einer sozial gut abgesicherten, freiheitlichen Gesellschaft mehr Kreativität und Wissen auf Dauer entsteht, als in einer, wo alles reglementiert wird durchs Kurs. Ja? Also Mainzer und andere, und das glaube ich auch, die sagen immer, es ist eigentlich die Frage, welche Kultur nachher besser dastehen wird. Das wissen wir noch nicht. Aber es ist nicht ausgemacht, dass die regulativer sind, gewinnen werden. Ja? Also wir stehen in der Forschung. In manchen Bereichen sind wir nicht so weit, aber in anderen Bereichen sind wir sehr weit. Ja, spannende Frage. Das ist eigentlich immer ein Antrieb, ne? Ja, ich gucke nochmal hier rein. Ja, hier kommt nochmal. Ja, diese Frage, die ich aufgeworfen habe, wird dann nochmal angesprochen mit dem Wohlstandsgefälle, das ja entsteht, ja, und das sich perpetuieren wird. Und das ist eine Frage ist, die wir hier an der Hochschule dann auch weiter verfolgen sollen und wollen. Und auch, dass die Pflege inkludiert war, die war jetzt heute nicht so zentral im Blick, aber sie ist natürlich ein Feld, auf dem sehr, sehr viele Innovationen auch sehr zum Thema Unversehrtheit, Wohlergehen des Menschen entstehen wird. Ja, ich guck mal, hier ist jetzt, ja, da kommt ganz viel wertschätzende Rückmeldung. Ja, aber keine Fragen, also, dann nicht. Oder ich habe sie jetzt so schnell nicht gesehen. Ja, von der Zeit her würde ich sagen, sind wir auch soweit. Und ich würde dann, Norbert, willst du das jetzt moderieren oder soll ich einfach, wenn ich hier schon stehe, soll ich, weil da müssen wir auch nur einmal säubern sozusagen. Ja. Also dann würde ich, du kommst nochmal geschwind? Oder, ja genau, gut.
Gut, dann bedanke ich mich nochmal für die Aufmerksamkeit und mache jetzt sauber. Spielen nun eine Musik ein, die vorbereitet wurde eines Absolventen des Studiengangs Diakoniewissenschaft, der Herr Ilein. Wir werden den nachher nochmal hören und er wird bei seinem zweiten Stück dann auch noch was dazu sagen. Also jetzt kommt sozusagen die Musik von Herr Ilein und Welsch mache ich hier sozusagen die Putzgeschichte. Und dann bitte ich einfach in dieser Reihenfolge die Grußworte, Frau Prälatin Arnold für die Landeskirche. Danach spielen wir den Herr Vielein aus Darmstadt. Dann danach die Frau Bester von der Karlshöhe und dann der Herr Beurer für den Diakonieverband, die Diakone und die Synodalausschuss Diakonie. Und am Schluss kommt dann nochmal sozusagen ein musikalischer Gruß vom Herr Ilein, wo der Herr Ilein aber auch nochmal was sagt. Ja, also da wird er nicht nur Klavier spielen oder am Flügel sitzen, sondern auch was sagen. Also jetzt spielen wir das ein und du willst, wische ich hier mal eine Runde. Liebe Anne, ich möchte jetzt mal von meinem Manuskript abweichend was sagen zu deinem Vortrag. Ich habe mir währenddessen ein paar Mal gewünscht, ich könnte mit deinem Gehirn verletzt werden und all dieses Wissen, was du hast, hätte ich dann auch. Also es war einfach sehr beeindruckend und es war wie immer wunderbar, dir zuzuhören, weil du es nicht nur unglaublich klug, sondern auch charmant dozieren kannst. Vielen Dank einfach. Als Norbert Kolmer mich gefragt hat, ob ich das Grußwort der Kirchenleitung übernehmen würde, da ja zurzeit kein Bildungsdezernent bei uns tätig ist, habe ich ganz spontan zugesagt. Und wie so häufig wird mir dann meine Spontanität zum Verhängnis, denn wer bin ich, um mich kompetent zu Bildungsthemen zu äußern? Das wurde mir dann klar, als ich deine Liste der Veröffentlichungen angeschaut habe. Trotzdem ist meine Spontanität ein Glücksfall, weil ich nur dachte, welche Freude, dir etwas Nettes sagen zu können. Gefühlt kennen wir uns ja eigentlich schon immer als Stipendiatinnen am Evangelischen Stift,
als Studentinnen an der KIHO Berlin, dann als Assistentinnen in Berlin, du bei Professor Jörns und ich bei Peter Welten. Dann doch sehr verschiedene Berufsbiografien, ich habe ganz im Pfarramt und du diese wahnsinnig beeindruckende Karriere als wissenschaftliche Theologin. Deshalb habe ich wirklich ganz hohen Respekt vor deiner Arbeit und das möchte ich hier auch wirklich im Namen der Landeskirche ausdrücken, wie wunderbar es ist, dass wir in unserer Landeskirche so kompetente, renommierte Theologinnen, Wissenschaftlerinnen haben. Und eben auch Menschen wie dich, die für bestimmte Dinge einstehen. Und das verbindet uns dann auch wenn wir verschiedene Laufbahnen haben, das Einstehen für bestimmte Positionen. Wichtig, und da bist du dir treu geblieben, eben immer der Blick für die Frauen und da auch parteilich für die Frauen zu sprechen. Das hast du durch deine Promotion sozusagen schon bewiesen. Du hattest es aber auch vorher schon, ich erinnere mich, wie wir da auch schon gemeinsam unterwegs waren, sowohl im Stift wie an der kirchlichen Hochschule. Aber du bist natürlich, und das zeichnet auch deine große intellektuelle Weite aus, jetzt nicht bei diesen frauenspezifischen Themen stehen geblieben. Du hast dich dem Diakonat zugewandt, den ethischen Fragestellungen, das hast du heute einfach perfekt vorgeführt, wie differenziert du an dieser Stelle argumentierst und wie fundiert du dich einarbeiten kannst. Und ich glaube, dass die positive Entwicklung der Evangelischen Hochschule hier auch dank deiner Mitwirkung seit dem Jahr 2002 zu verzeichnen ist. Und dafür gilt dir der Dank der Landeskirche. In der Fülle der Angebote zur Bildung und Weiterbildung müssen wir uns als Kirche und Diakonie profilieren und unsere Stimme erheben, so wie du es gerade auch getan hast. So erlebe ich dich immer, Stimme für andere zu sein. Stimme für Diakoninnen und Diakone, Stimmen für marginalisierte Menschen, Stimme für Frauen und auch Stimme für die Themen, die man nicht so gerne anschaut. Ich erinnere nur an unseren mit Monika zusammen gemeinsamen Einsatz für Frauen in der Zwangsprostitution. Und ich freue mich ausdrücklich, dass du genau diese Position jetzt ins Diakonische Werk und in den Evangelischen Oberkirchenrat, deren Mitglied du in der Kirchenleitung ja jetzt sein wirst, einbringen kannst. Dein Weggang hier an der Hochschule ist, glaube ich, für die Hochschule ein schmerzhafter Einschnitt. Und ich glaube, sie werden dich hier sehr vermissen. Die Studierenden, aber auch deine Kolleginnen und Kollegen im Lehrkörper hier. Aber du wirst deine Themen, davon bin ich sicher und überzeugt, mit der gleichen Beharrlichkeit, mit der ich dich kenne, auch an anderer Stelle weiter bearbeiten. Und deshalb freue ich mich ausdrücklich als Mitglied des Kollegiums des Oberkirchenrats, dass du da mit deiner Beharrlichkeit uns auch weiter voranbringst. Deine Stimme wird im neuen Kreis nicht zu überhören sein. Und da bin ich sehr froh drüber. Und deine rasche Auffassungsgabe wird dir den Einstieg sehr schnell erleichtern. Auch da bin ich sicher. Ganz nebenbei freue ich mich natürlich, dass wir noch eine Frau mehr sind im Kollegium und worüber ich mich auch freue, dass wir nun mittlerweile 3 Frauen sind mit Familienerfahrung, die sozusagen auch diese dafür stehen, Karriere zu machen und trotzdem Verantwortung für Kinder übernommen zu haben, wenn auch bei dir sehr unterstützt durch deinen lieben Mann. Also, große Freude auf Seite der Kirchenleitung sozusagen für deinen Ortswechsel, großer Schmerz für die Hochschule. Und ich möchte abschließend sozusagen mich auf die Seite nochmal der Hochschule stellend dir einen Abschiedssegen zusprechen und dessen Ende dann aber auch schon die Vorfreude ertönen lässt, wenn wir uns dann ab Dezember ganz regelmäßig wiedersehen. Liebe Freundin und Schwester, Gott, unser Herr, über Anfang und End, gestern, heute und morgen, möge dir auf deiner großen Reise in die Zukunft stets nahe sein.
So sehr wir dich hier vermissen werden, genauso wissen wir aber auch, dass in den neuen Gegenden Gottes, in denen du nun leben und arbeiten wirst, deine Güte, dein Humor, deine Sprache willkommen sein wird. Möge der Herr Krankheit und Gewalt von dir fernhalten, deine Gabe, Feinde in Freunde zu verwandeln, weiterhin segnen und dich in deiner Beharrlichkeit bestärken. Möge er uns allen noch oft deine Freundlichkeit und deine Geduld vor Augen führen und uns immer wieder ein fröhliches Wiedersehen bescheren. In diesem Sinn, liebe Anne, herzlichen Dank, was du hier an der Hochschule für die Kirche getan hast und große Freude, dass du das weiter an neuen Orten tun wirst. Sehr geehrter Rektor Professor Dr. Kollmar, meine Damen und Herren, liebe Annette. Ja, gern wäre ich heute persönlich zu Ihnen, zu euch nach Ludwigsburg gekommen, aber durch die Pandemie hat sich vieles verändert. Und wohl kaum jemand hätte sich noch vor einem Jahr vorstellen können, dass die Überwindung der Grenze zwischen zwei benachbarten Bundesländern oder die Genehmigung von Dienstreisen aus gesundheitlichen Gründen einmal zu solch einem Problem werden könnte. So muss ich die Grußworte nun digital übermitteln, was allerdings der Herzlichkeit der Worte keinen Abbruch tut. Als die Anfrage an mich herangetragen wurde, ein Grußwort für deine Verabschiedung zu halten, liebe Annette, habe ich der Reihe nach verschiedene Gefühle durchlaufen. Freude, Schrecken und Dankbarkeit. Freude habe ich darüber empfunden, diesen doch einschneidenden Übergang mit dir teilen zu dürfen. Erschreckend war für mich die Erkenntnis, dass seit unserem Kennenlernen schon wieder mehr als 10 Jahre ins Land gezogen waren. Doch daraus wurde schnell ein Gefühl der Dankbarkeit. Dankbarkeit vor allem dafür, dass ich diese Zeit unter anderem auch mit dir verbringen durfte. Gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen der drei evangelischen Hochschulen im Südwesten und dem Institut für Diakoniewissenschaft der Universität Heidelberg haben wir seit vielen Jahren erfolgreich den Kooperationsstudiengang Management, Ethik und Innovation im Non-Profit-Bereich betrieben. Und auch wenn das wohl so war, dass wir das, was wir da taten, so manches Mal in unseren jeweiligen Hochschulen erläutern mussten und wir die Frage, was macht ihr da eigentlich, zu beantworten hatten, waren wir dennoch weit mehr als eine akademische Leidensgemeinschaft. Die wissenschaftliche Leitung war ein Ort produktiver Schaffenskraft, wo neben manch organisatorischer Frage immer auch Platz für fachliche Debatten und Entwicklungen innovativer Themen war. Vor etwas mehr als 10 Jahren haben wir uns in diesem Zusammenhang kennengelernt und wir alle in der wissenschaftlichen Leitung haben in diesen Jahren deinen Humor, deine kollegiale, freundliche und verbindliche Art sowie vor allem deine fachliche Kompetenz kennen und schätzen gelernt. Mich hat immer besonders deine Fähigkeit beeindruckt, über die Grenzen der eigenen Disziplin der Theologie hinauszudenken und Wissenschaft mit Praxis zu verbinden. Das zeigt schon die Vielfalt und Breite deiner Forschung und Publikation, die immer sowohl theoretische wie auch praktische Fragestellungen adressieren und von theologisch-hermeneutischen über feministische Fragestellungen in der Theologie bis hin zu konkreten Veröffentlichungen für die kirchliche und diakonische Praxis reichen. Dabei hast du dich sowohl mit der Geschichte und den Konfigurationen wohlfahrtsstaatlicher Arrangements befasst, als auch mit ganz konkreten Handlungsfeldern sozialer Arbeit wie der Sozialpsychiatrie, häusliche Gewalt oder Bildung und Gewaltprävention. Und hast dir, das darf ich als Betriebswirt und Politikwissenschaftler wohl sagen, auch über die Grenzen deiner eigenen Disziplin hinweg bundesweit einen Namen gemacht. Folgt man Staub-Bernasconis These, dass die soziale Arbeit ein Triple-Mandat besitzt, welches neben dem Auftrag des jeweiligen Kostenträgers einerseits und den Anforderungen der Klientin andererseits dem professionellen Handeln in einer dritten Dimension die Werte der sozialen Arbeit beiseite stellt, lässt sich gut und gerne sagen, dass du mit deiner Lehre und Forschung auch dafür stehst. Aber nicht nur. Denn in deinem Wirken hast du in diesem Triple-Mandat mit deinem spezifischen Blickwinkel von Diakonie und Kirche immer auch eine institutionelle Rahmung dazugefügt. Soziales Handeln in professionellen Kontexten findet immer statt, auch in Organisationen, die gleichermaßen Gelingens- wie Misslingensbedingungen für die Praxis sozialer Arbeit in sich tragen.
Dabei ist die Rückgebundenheit an Werte für dich mehr als nur ein Mandat postulierter polnischer Dreiecksbeziehung. Sie ist vielmehr auch ein Schlüssel zur Lösung. Und ich zitiere jetzt aus deiner jüngst erschienenen Veröffentlichung, wo du mit Blick auf eine wertebasierte Organisationsentwicklung geschrieben hast. Die Identifikation mit der Organisationskultur stärkt einerseits die Motivation der Mitarbeitenden und sie gewährleistet andererseits auch, dass die professionelle, unterstützende Qualität in der Arbeit mit den vulnerablen Klienten und Klientinnen auf der Basis von beruflich reflektierten Werten gewahrt bleibt. Liebe Annette, diese Erkenntnis scheint mir bei dir nicht nur durch deine Ausbildung und dein Wirken als Professorin an unserer Schwesterhochschule theoretisch gesättigt, sondern mit Blick auf deine beruflichen Stationen als Pfarrerin, als Referentin für Theologie in diakonischen Handlungsfeldern in der Diakonie oder als Business Coach für Verwaltung und Wirtschaft auch von Praxiskenntnis und Erkenntnis getragen zu sein. Vor diesem Hintergrund freut mich die Vorstellung, dass du künftig als Vorstandsvorsitzende eine wichtige Rolle im diakonischen Werk Württemberg übernehmen wirst und damit in eben jene Praxis zurückkehrst, mit der du dich jahrelang so intensiv befasst hast. Man hätte kaum eine bessere finden können. Liebe Annette, sicherlich gäbe es auch weitaus mehr zu dir und deiner Arbeit zu sagen und die Würdigung des theologischen Wertes der Arbeit muss und wird bestimmt aus berufenerem Mund als meinem erfolgen. Das würde jedoch auch das Format eines Grußwortes, und ich wurde ausdrücklich im Vorfeld zu Kürze angehalten, ganz sicher sprengen. So bleibt mir jetzt nur noch, dir im Namen der Evangelischen Hochschule Darmstadt sowie unseres hochschulübergreifenden Leitungsgremiums für die sehr gute Zusammenarbeit mit dir zu danken und dir die besten Wünsche und Gottes Segen für deinen weiteren Weg zu wünschen. Für heute wünsche ich Ihnen allen einen schönen Ausklang dieses Festtages und danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Herzliche Grüße nach Ludwigsburg. Sehr geehrte liebe Frau Professorin Dr. Noller, liebe Familie Noller, sehr geehrter Herr Professor Dr. Kollmar, und Sie haben vorhin die Anwesenden ausführlich begrüßt, deswegen beschränke ich mich noch, sehr geehrte Frau Prälatin Arnold, sehr geehrte Frau Synodalpräsidentin Voth, sehr geehrte Damen und Herren. Gerne bin ich der Bitte nachgekommen, anlässlich Ihrer Verabschiedung, liebe Frau Noller, die Grüße und den Dank aus der nächsten Nachbarschaft, die Grüße der Stiftung Karlshöhe, zu bringen. Ich will den Dank und die guten Wünsche für Sie mit einem Bibelwort aus dem 1. Petrusbrief verbinden. Dient einander, an jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter und Haushalterinnen der bunten Gnade Gottes. Welche Konnotationen das Wort Diakonein, dienen, im Neuen Testament hat, darüber gibt es eine ganze Reihe von exegetischer Literatur im diakoniewissenschaftlichen Kontext, so will ich es mal nennen. Sicher ist jedoch, in den fast zwei Jahrzehnten, in denen Sie an der Evangelischen Hochschule tätig waren, haben Sie mit Ihren Gaben und Fähigkeiten sich für die Diakoniewissenschaften eingesetzt, haben den Studiengang mitgeprägt und lange geleitet. Und Sie haben sich für die eingesetzt, die Diakoniewissenschaften und soziale Arbeit oder Religions- und Gemeindepädagogik und soziale Arbeit an der Evangelischen Hochschule studieren, denn als Ausbildungsleitung waren Sie lange Jahre verantwortlich für die angehenden Diakoninnen und Diakone und in dieser Funktion auch eine wichtige Ansprechpartnerin und enge Kooperationspartnerin für die Stiftung Karlshöhe, in deren Verantwortung die Berufung der Diakoninnen und Diakone liegt. Es waren bewegte Zeiten in der Diakonenausbildung, wobei die Ausbildung ja ein wissenschaftliches Studium an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften ist. Und beides, das wissenschaftliche Studium und die angewandte, in der Praxis fruchtbar werdende Wissenschaft waren und sind Ihnen wichtig, nicht nur im Blick auf die Diakoninnen und Diakone, sondern auch im Blick auf Theologie und Ethik. Es waren bewegte Zeiten und vieles war in den Jahren, in denen Sie Verantwortung getragen haben, neu zu gestalten.
mit meinem Vorgänger im Amt, dem theologischen Vorstand und Direktor der Karlshöhe, Pfarrer Frieder Grau, haben Sie, das haben Sie mir erzählt, eng zusammengearbeitet und Sie beide, geleitet vom gemeinsamen Interesse, dem Diakonat in Württemberg und darüber hinaus Gewicht zu geben. Dass Sie im vergangenen Sommersemester, nachdem Sie die Ausbildungsleitung vor einigen Jahren abgegeben haben und wir in der Funktion von Ihnen kaum noch zusammengearbeitet haben, dann vertretungsweise diesen Faden in Ihrem letzten Semester nochmal aufgenommen haben, hat angesichts Ihres Engagements in diesem Bereich über lange Jahre gepasst. Und so hat sich meinem Eindruck nach da in gewisser Weise auch ein Kreis in Ihrem letzten Semester noch einmal geschlossen. Über die strukturellen Verbindungen und Gremien hinaus gab es gute nachbarschaftliche Begegnungen und immer wieder einen fruchtbaren Austausch dafür, auch im Namen meiner Vorstandskolleginnen und Kollegen, im Namen von Frau Laubig und Herrn Gerhard und auch von mir ganz herzlichen Dank. Dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Sie haben sich eingesetzt, biblisch gesagt, gedient. In den letzten Jahren hier mit ihren Gaben des Schreibens und Sprechens, des Lehrens und Vortragens, an der wir vorhin ja teilhaben durften, des Formulierens und durchaus auch des Verhandelns. Danke dafür. Auch im Namen der Absolventinnen und Absolventen der Evangelischen Hochschule und ich denke, heute kann ich nachbarschaftlich sagen, auch im Namen der Karlshöher Diakoninnen und Diakone. Herr Beurer wird nachher in seiner Funktion als Mitglied der Landessynode, Vorsitzender des Diakonieausschusses, aber ja auch Geschäftsführer des Karlshöher Diakonieverbandes, noch ein Grußwort sprechen. Im ersten Petrusbrief ist von der bunten Gnade Gottes die Rede. Die Studierenden an der Evangelischen Hochschule, die angehenden Diakoninnen und Diakone und auch die Diakonenschaft selbst ist bunt und vielfältig. Das haben sie über die Jahre ihres Lehrens und Arbeitens hier erlebt. Auch die Diakonie in Württemberg ist bunt und vielfältig und sehr unterschiedlich. Wir von der Stiftung Karlshöhe sind, wenn auch nicht mehr als Nachbarn, aber doch über das diakonische Werk in Württemberg weiterhin vielfältig verbunden. Und meine Vorstandskollegen und ich freuen uns auf die Begegnungen in diesem neuen Rahmen und das vernetzte Arbeiten in den unterschiedlichen Gremien und darüber hinaus. Danke für Ihren Dienst hier und alles Gute und Gottes Segen, wenn Sie sich mit Ihren Gaben nun im diakonischen Werk Württemberg in den Dienst der Diakonie und damit in den Dienst der Menschen und in den Dienst unserer evangelischen Landeskirche stellen. Gott befohlen. Und einen kleinen Gruß aus der Nachbarschaft habe ich Ihnen mitgebracht von uns. Sie kennen sie, jetzt muss ich am Mikro bleiben, damit die Leute was hören und sehen. Sie kennen sie, die Insektenhotels, Wildbienenhotels aus unserer therapeutischen Werkstatt. Und da ich weiß, dass Sie einen Garten haben, in dem vielleicht schon die ein oder andere Wildbiene auch ein Zuhause hat, aber davon kann es mehrere Hotels brauchen. Und bunt und vielfältig sind auch die Wesen, die hier dann hoffentlich ihren Platz finden. Alles Gute und vielen Dank. Liebe Annette, kannst du dich an unsere allererste Begegnung erinnern? Sehr gut. Dann haben wir eine gemeinsame Erinnerung. Das beruhigt mich jetzt, nicht, dass ich da noch was falsch drin habe. Nach meiner Erinnerung war es ein Seminar, das du gemeinsam mit dem Karlshöher Diakon, dem damaligen Prorektor der Hochschule und Leiter der Diakonenausbildung Rainer Merz in Isny zusammen durchgeführt hast. In einer Andacht hast du den Studierenden und uns damals eingeladenen sogenannten Praktikern und Praktikerinnen die Hände gesalbt. Die Hände, das Tun, ein wichtiges Symbol für den diakonischen Dienst.
die Salbung eine Zurüstung zum Dienst dieser Hände. Ich hatte das noch nie erlebt, auch seither nicht mehr, und es hat sich mir eingeprägt. Eine zweite Begegnung. Deine erste Sitzung in der Delegiertenversammlung des Karlsruher Diakonieverbandes. Rauchschwaden hingen noch im Luthersaal. Rauchschwaden wegen des von den Schwestern und Brüdern als hart empfundenen Rückschlags, dass in der Nachbesetzung keine Diakonin oder kein Diakon mehr ist, sondern eine Pfarrerin. Die Rauchschwaden hingen also noch in der Luft. Ich war damals noch ein Delegierter aus dem Heilbronner Bezirk und damit auch Mitglied in der Versammlung. Und trotz aller Bemühungen einiger, ich denke da an die Lotte Schneider besonders und an die Karin Rose Erbs, war der Empfang sehr reserviert und insgesamt nicht besonders nett. Ich glaube, das Beste, was man an dem Tag über uns beteiligte Brüder sagen könnte, war, sie waren offen, ehrlich und frei von jeglicher geheuchelter Freundlichkeit. Ich glaube, es gab nicht einmal ein Grüß Gott. Ja. Warum fällt mir das jetzt an diesem Übergang eigentlich an so einem Festtag ein? Bei einer Feier, geprägt von Dankbarkeit, für dich auch ein wenig vom Ernten und Sichtbarmachen deines Engagements, der einen oder anderen Frucht daraus, einem Tag, an dem die Vorfreude auf eine neue Aufgabe ja schon herüberscheint und nach einer Wahl, die ganz viel Wertschätzung und Zutrauen bedeutet. Warum fällt mir das an einem solchen Tag ein? Ich glaube, weil es etwas ist, mit dem du immer wieder zu tun hattest, Widerstände. Vermutlich auch an der Hochschule. Widerstände, die mit dir und deinen Kompetenzen erstmal gar nichts zu tun hatten. Und vielleicht erwarten dich auch in der neuen Aufgabe solche Widerstände. Und wenn es schlecht läuft, was manchmal zu befürchten ist, auch in der Kirche, dann nicht so offen wie in der Delegiertenversammlung. Der Platz zwischen den Stühlen ist in mancher Situation, die auf dich zukommen wird, denkbar. Dann heißt es, erinnere dich. Erinnere dich an deine Haltungen, deine Fähigkeiten und inneren Orientierungen, die geholfen haben. Erinnere dich. Erinnere dich an das Wichtigste. Da ist einer, der dich getragen hat und tragen wird, wohin auch deine Schritte gingen und gehen und dessen Liebe größer ist, als wir uns alle vorstellen können. Und als ein drittes, erinnere dich an die Wendungen. Aus der Kühle des Empfangs ist ein zugewandtes Miteinander geworden. Vielfältige, gute Beziehungen. Eine Dankbarkeit unserer Gemeinschaft und auch darüber hinaus des Bundesverbandes der Diakoninnen und Diakongemeinschaften mit rund 8000 Schwestern und Brüdern, von deren Geschäftsführerin der Heidi Albrecht, soll ich dir heute einen ganz, ganz herzlichen Dank überbringen und einen lieben Gruß sagen. Gottes Segen für deine Aufgaben auch von ihr. Vieles ging durch deine Hände, vieles an Engagement fürs Diakonat dieser Kirche, zahlreiche Sitzungen, Gremien, Debatten, Beiträge, darunter auch vieles, was nachlesbar bleibt. Du hast dich engagiert für die eigenständige Kompetenz von Diakoninnen und Diakonen, für die Stärkung und bewusste Ausgestaltung des Amtes
als einen wichtigen Beitrag in der diakonischen Dimension der Kirche, ohne die sie gar keine Kirche ist. Dafür gilt ihr großer Dank. Das sind viele Dinge, die für deine Arbeit, die Hochschule, die Kirche und damit auch für einen Geschäftsführer einer Gemeinschaft und für einen Vertreter des Diakonenausschusses der Landessynode sehr wichtig sind und sein müssen. Für mich persönlich gibt es aber heute noch etwas Wichtigeres, wofür ich dir Danke sagen möchte. Du hast verantwortlich daran mitgewirkt, viele junge Menschen zu ihrem Dienst zu befähigen, zuzurüsten. Wenn das Bild vom Salben der Hände auch für ein Befähigen zum Dienst steht, so hast du im übertragenen Sinn dies getan, indem du in verantwortlicher Stelle zu ihrer theologischen und fachlichen Qualifikation im Doppelstudium beigetragen hast. Ich habe dich dabei als jemanden erlebt, dem jede und jeder Einzelne als Person wichtig war. Ich habe viele Studierende erlebt, die bei dein offenes Ohr, ein Rat, eine ernstnehmende kritische Begleitung und wo nötig einfach auch eine Ermutigung finden konnten. Wir alle erinnern uns in der Regel nicht so gut daran, was Menschen also alles geleistet haben und gemacht haben. Wir erinnern uns aber immer sehr gut daran, wie sie zu uns waren. Das ist etwas Bleibendes und vielleicht auch eine Auskunft darüber, was im Leben wirklich zählt. Dir waren die Studierenden, von denen heute zahlreiche im Dienst der Kirche stehen, wichtig. Danke dafür. Danke für die Weggemeinschaft, die du geboten hast. Nun wünsche ich dir für deinen neuen Weg viele Menschen, die dich annehmen, dich gut ergänzen und dir helfen, dass dein Dienst gelingt. Im Namen unserer Gemeinschaft möchte ich dir und Ihnen allen Anwesenden und Zuhörenden den Segen aus der Liturgie unserer Gemeinschaft zusprechen, der in unseren heilsamen Unterbrechungen drin steht. Gesegnet sei deine Mühe bei der Arbeit, dass sie Frucht bringt. Gesegnet sei der Sabbat deines Herzens, dass Hoffnung in dir wächst. Gesegnet seien deine Tage und Jahre, dass Gottes Liebe sie erfüllt. So segne dich Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Liebe Frau Noller, zu Ihrer Verabschiedung kann ich leider heute nicht persönlich da sein, möchte Sie aber ganz herzlich mit einem musikalischen Gruß am Klavier grüßen und wünsche Ihnen heute schon für die neue Aufgabe alles erdenklich Gute. Ihr Matthias Ihlein.
Liebe Annette, du warst, wie wir jetzt sozusagen aus den 5 Beiträgen gehört haben, ein Glücksfall für die Hochschule, ein Glücksfall in ganz vielfältiger Weise. Ich werde das jetzt gar nicht nochmal alles wiederholen. Wir vom Rektorat, Frau Prorektorin Claudia Schulz, Kanzler Herr Erler und ich, danken dir im Namen der Hochschule für alles Engagement. Wir danken dir für alle Forschung und Gelehrsamkeit, auch das gehört dazu, das alte Wort. Wir danken dir für alle hochschuldidaktischen Ideen, die du immer wieder gemacht hast. Du warst eine der Ersten, die jetzt auch eine Vorlesung sozusagen aufgenommen hat und die dann sozusagen dann angeschaut werden kann, asynchron, wie wir sagen, zu irgendeiner Zeit, nicht gleichzeitig mit den anderen. Wir danken dir für deine Beiträge zur Entwicklung der Hochschule in den letzten 18 Jahren, 36 Semester. Das ist eine ganz beeindruckende Zeit. Herzlichen Dank. Ein kleines Geschenk von der Hochschule, aber ein, finde ich, sehr schönes. Lass dich überraschen. Unsere Aufgabe ist es zurzeit immer, Begegnungen zu minimieren. Das ist bei so einem Anlass ganz schwierig und auch etwas tragisch, Begegnungen zu minimieren. Deshalb habe ich jetzt auch sozusagen übernommen für die Kolleginnen und Kollegen, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die hier eine Kiste, eine Geschenkkiste zu überreichen. Also und zwar mit dem ganz großen Dank von allen, mit herzlichen Segenswünschen. Passend zum Herbst und zum Erntedank haben wir Gaben aus Gärten und Computern, Gaben aus Verlagen und Werkstätten hier gesammelt. Jede Gabe ist für sich ganz solitär und doch zusammen eine große Kiste. Und das ist auch ein Bild vielleicht für die Hochschule. Wir sind hier solitär, alle einzeln und doch zusammen eine große und sehr gute und sehr spannende Kiste beim Auspacken sozusagen. Wir alle wünschen dir für die sehr verantwortliche Arbeit im diakonischen Werk und im Kollegium des Oberkirchenrats Weisheit, Kraft und Gottes Segen. Ich lasse hier stehen und nun sollst du das letzte Wort haben. Ich werde vorher noch kurz darauf hinweisen, meine Damen und Herren, hinten finden Sie Flaschen und auch Tüten sozusagen. Ne, die Personen, die hinten sitzen, Herr Beurer, ich habe es schon gesehen. Sondern für den Imbiss, für den Corona-gemäßen Imbiss finden Sie hinten Flaschen, Tüten, bitte bedienen Sie sich. Das Wetter erlaubt es ja, dass wir nach draußen gehen. Ja, und ich bitte Sie einfach, dass wir nachher nach draußen gehen. Sie sind herzlich eingeladen, noch da zu bleiben, sich auszutauschen. Und draußen kann man den Abstand gut wahren. Und dann kann man dort, glaube ich, nochmal sehr gut miteinander zusammen sein. Also, du hast das letzte Wort und Ihnen wünsche ich danach einen guten Heimweg. Und bleiben Sie behütet. Ja, vielen herzlichen Dank. Also man fragt sich ja immer, ob man wirklich selber beschrieben wurde oder nur so ein Abschlussbild, ja, in all dem, was es so lieb gesagt wurde. Vielen Dank also für die vielen, vielen guten Worte, die Sie mir mit auf den Weg gegeben haben. Ich möchte mich vor allem bedanken für eine ganz lange Zeit, einer ganz wichtigen Wegstrecke meines Lebens, die eine gute Zeit war. Wir sind hier an der Hochschule, glaube ich, so wie der Leib mit den vielen Gliedern und auch in Bezug zum Diakonieverband, zur Karlshöhe, zur Landeskirche, sehe ich immer dieses Bild vom Apostel Paulus, der sagt, jedes Glied am Leib ist so wichtig und trägt zum Gelingen des Gesamten bei. Und es war auch nicht einfach, als ich an die Hochschule kam, denn wir waren ja auch fusioniert aus 2 verschiedenen Hochschulen und auch da war es eine lange Strecke, aber eigentlich ist denn das alles dieses sehr schöne Gelingenserfahrungen meines Lebens, und zwar eines Gelingens in Gemeinschaft, in dem gemeinsamen Unterwegssein, gemeinsam Ideen zu haben, wie etwas gehen kann und dieses auf die Beine zu stellen. Denn diese Hochschule war nicht selbstverständlich in der Landeskirche, auch die Diakonenausbildung war nicht selbstverständlich, auch die Frauenbewegung war nicht selbstverständlich.
Ja, ich sage immer, als wir jung waren, da war man mit 5, als ich 15 war, galt das Direktionsrecht des Mannes, da konnte ein Mann alle Verträge der Frau auflösen. Und wo stehen wir heute? Es gibt Gelingenserfahrung, wenn wir gemeinsam unterwegs sind. Und ich danke allen. Ich danke auch für manchen rauen Anfang. Ich danke auch für manchmal, wenn es geholpert hat in der Kollegenschaft. Ich möchte mich entschuldigen für alles, wo ich vielleicht manchmal zu hartnäckig war. Ich weiß, das kann nicht sein. Ich möchte mich entschuldigen für diejenigen, die ich vielleicht auch übergangen habe. Ich möchte natürlich den Studierenden auch sehr, sehr herzlich danken für alles, was sie mir gegeben haben. Denn ich muss sagen, zu lehren ist eine der schönsten Erfahrungen, die man haben kann, weil man selber so viel bekommt in der Lehre. Wir hatten so wunderbare Gespräche, wir hatten so wunderbare Erkenntnisse. Und ich möchte mich deswegen bei den Studierenden auch für das Miteinander bedanken, auch dort entschuldigen, wenn ich manchmal auch hart war. Weil ich bin auch manchmal sehr für Leistungsgerechtigkeit und für Leistung. Also bitte sehen Sie mir es nach. Und danke möchte ich auch sagen an diese wunderbare Organisation unserer Hochschule, an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den vielen Ämtern. Ich war ja mal im Prüfungsamt und dann im Dekanat und überall. Und es war immer so, dass wir auch da an einem Strang gezogen haben. Oft mit wenig Ressourcen, muss ich sagen, ja? Weil wir haben ja viel aufgebaut. Wir haben es gut gemacht miteinander und danken möchte ich heute ganz besonders auch noch der Frau Faulhaber, das möchte ich nicht vergessen, die wieder dieses Event für uns vorbereitet hat. Vielen herzlichen Dank, ist ja nicht selbstständig, kurz mal alles auf online. Ich gehe mit viel Wehmut. Ich sage es nochmal, ich gehe nicht, weil es hier nicht gut war. Im Gegenteil, Professorin an dieser Hochschule zu sein, ist ein Privileg, ist eine wunderbare Arbeit. Wir sind gut gemeinsam miteinander unterwegs. Ich finde auch, um es mal so öffentlich zu sagen, wir machen eine sehr gut qualifizierte, hochwertige Forschung und Lehre. Und ich habe mich gefreut, dass es von Seiten der Landeskirche so wahrgenommen wird. So, und jetzt genug von meiner Seite. Es war eine schöne Abschiedsfeier. Vielen herzlichen Dank für die vielen guten Worte und die großartige Unterstützung. Und jetzt, denke ich, gehen wir fröhlich mit unseren Tüten nach draußen und haben noch Gelegenheit zur analogen Kommunikation. Wohlbehalten, wir bleiben in Verbindung.